So schnell kann das gehen, meine Lieben. Ja, 10 Minuten gehen schnell rum. Ja, ich habe ein bisschen länger als 10 Minuten gebraucht, um Update hochzuladen. Update ist jetzt auf YouTube ganz normal als einzelnes Video online. Das ist kein Witz. Das habe ich jetzt innerhalb von knapp 10 Minuten hingekriegt. Und ja, guck mal, jetzt funktioniert's, ne? Bin ich auch ein bisschen gemein? Ich kann es kopieren, wollte schon gerade sagen, dass ich es nicht kopieren kann, aber ich kann es kopieren. Ein Glück. So, kopieren wir es dann mal hier hin. So. Ich hoffe mal, dass es dann da funktionieren wird, aber sind wir einfach mal gespannt. Ich muss da sowieso auch noch Discord mal hinzufügen für irgendwelche Zwecke irgendwann mal. Komm, machen wir mal, komm mal aus. Jetzt gerade nicht brauchen. So, ETS 2, ihr habt jetzt wahrscheinlich bemerkt, ich habe jetzt Streaming-Titel geändert, zumindest Spiel geändert, weil auf YouTube habe ich ja, auf YouTube mache ich das ja jetzt immer so, dass ich nur das Spiel ändere. Auf Twitch ja immer alles, weil immer wenn ich den Stream dann starte, ist ja dann direkt sofort ja immer nur der Streaming-Titel, der mit dem Start drin ist bei YouTube, immer dann mit dem, den ich dann immer hingeschrieben habe, und deswegen lasse ich das dann immer so. Aber mal gucken. So, ETS 2. Stimmt, ich muss noch ein paar. Ne, mach ich gleich mal währenddessen. Können wir mal machen. So, ihr habt jetzt gerade mal, das ist das Schöne dabei, einfach mal gut 10 Minuten waren das, an Clips gesehen. Und ich sag ja, ich bin jetzt ja dabei, eventuell noch ein weiteres zu machen, also noch einen weiteren Clip. Also ich habe ja jetzt mir so gesagt, ich mache ja zumindest für 4-5 Wochen mache ich da jetzt dann so die ganzen Sachen hin. Das geht ja gar nicht, das kann ich ja nicht vom Ding ins Abspielen. Oh, Moment, da muss ich. Und ETS 2. Das ja separat vom Ton wegnehmen, ne? Bestimmtes Fenster erfassen. Oh. Es läuft, ne? Egal. Da muss ich das so halt laufen lassen. Ist egal. Ist ja nur die Ausnahme für Nintendo und so. So, was wollte ich sagen? Habe ich jetzt wieder vergessen. Genau. Ich werde ja jetzt zumindest noch 3-4 Compilations noch machen. Die werde ich immer sonntags nochmal zusammenstellen. Mal aus alten, mal aus neuen Clips, mal sogar mal gemischt. Ne? Also es werden manche Clips, die ihr dann wahrscheinlich schon die vergangenen Tage gesehen habt, in diesem Pausenbild dann mal gucken, dann mal kommen, also sehen. Und habt damit eigentlich auch kein Problem, wenn ihr das dann halt, also wie gesagt, macht fleißig Clips, damit da nicht nur was für die Clip-Compilation zum Jahresende da ist, sondern auch unter anderem, dass dann auch etwas für die Pausenclips nämlich jetzt da ist. Da habe ich jetzt auch ein bisschen ja verändert, unter anderem ja auch wegen diesem WhatsApp-Channel, ne? Den der DerchoTV ja jetzt ja hat. Ja, da könnt ihr ja mal gerne dann mal abonnieren, den WhatsApp-Channel. Da gibt es die News, da gibt es die Ankündigung. Ne? Also da gibt es auch mal vielleicht irgendwann mal Behind the Scenes, habe ich ja mal angekündigt, habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Ich bin gerade dabei, mein Handy aufzuladen, wenn ihr das Kabel seht. Ist schon auch ordentlich mitgenommen, vor allem hier. Also eventuell muss ich bald ein anderes Kabel nehmen, aber was soll's. So, da haben wir ETS 2. Gehen wir mal rein in Euro Truck Simulator. Natürlich auch die Dingens drin. So. Doppeltes Logo ist auch immer schön. Haben jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Eigentlich. Ja? Irgendwie so. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Wie lange ist es her? Ich weiß gar nicht. Das war aber noch in diesem. Das war schon in diesem Jahr, glaube ich, ne? Weiß nicht. Ich glaube, das erste Mal in diesem Jahr, ne? Erstes Mal. So. Spiel startet gerade. Ah, da ist es. Guck mal. Läuft doch alles wie geschmiert. Ich auch nicht. So, läuft ja alles wie geschmiert. So, mein Controller ist da. Es ist eigentlich alles ready. Ich muss nur halt gleich mal gucken,
wie es so ist, ja, auf eine neuere Version aktualisiert. Wie lange das jetzt her ist, wahrscheinlich letzte Woche, oder bestimmt, letzte Woche, glaube ich, gab es ein Update oder so. Ich habe mal ein, zwei Mal ein bisschen gespielt, aber sonst halt nicht. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich werde ich jetzt wieder nach Köln zurück teleportiert worden sein. Ist ja gerne mal so ein bisschen so das, was ja gerne mal gemacht wird, dass ich ja mal nach Köln zurück teleportiert werde. Mal gucken. Mal gucken. Wenn wir jetzt wieder in Köln sind, dann fangen wir von Köln an. Zwei, drei Strecken werden wir heute fahren. Bei den 1,5 Stunden, die ich auch eingeplant habe. Ja gut. Was heißt denn jetzt bis 20 vor 12? Ja, normalerweise bis 11:30, aber jetzt 20 vor 12. Rechnet mal mit 12 Uhr. Ja, wahrscheinlich werde ich um 12 Uhr erst Feierabend machen. Je nachdem, welche Strecken ich nehme. Und dann sehen wir mal, was da kommen wird. Ja. Auch hier wird es auch demnächst wieder eine etwas längere Session geben. Ich werde jetzt mal den Samstag mal so ein bisschen spielen lassen, dass da mal so 2 oder 3 Spiele halt mal kommen, je nachdem, was ich dann machen möchte. Änderungen am Spiel festgestellt zur Vermeidung möglicher Kompatibilitätsprobleme der Spielstände und deshalb alle noch nicht abgeschlossenen Lieferungen abgebrochen. Der LKW muss an einem sicheren Ort geparkt werden. Bitte nutze die Schnellreise, um fortzufahren. Oh. Dann fahren wir nach Tallinn. Christmas Winterland. Moment, weiß. Er ist der Hölsche Weihnachten. Oh, er endet erst am 5. Februar. Okay. Gut. Das heißt, erstmal werde ich, meine Lieben, andere Musik mal raussuchen. Das ist nämlich hier meine Lofi-Playlist. Schön im Hintergrund, schön gemütlich die Lofi-Playlist. Und dann wollen wir mal loslegen. Ich habe jetzt in Tallinn. Habe ich jetzt ja quasi zu. Ich glaube, ich habe irgendwas angefangen und dann war ich. Ich kann womöglich sein. Ich weiß es nicht. So, schauen wir mal so nach normalen Aufträgen mal. Ja, natürlich. Tallinn, was haben wir? Ja, ihr wisst ja, Russland vermeide ich ja. Ja, eigentlich nach Malmö mal fahren, ne? Müll mal fahren. Olma, ja, das wäre nur eine ganz kurze Strecke, ich weiß nicht. Petersburg, nein. Lublin, nein. Estland, das wäre eine ganz kurze Strecke. Rebo, nee. Warte mal, hatten wir nicht gerade? Nee, wir hatten nach Polen. Wir haben Frankfurt, wir haben. Oh, Corimba. Ich glaube, wenn wir die nehmen, dann ist schon 12. So. Berlin, das ist auch nicht weit. Helsinki könnten wir nehmen. Le Mans könnten wir nehmen. Aber Tafelgeschirr, ne? Könnten wir auch nehmen. So, Brünn. Ah, guck mal, das wollte ich. Das wollte ich. Ich wollte nach Norwegen mal fahren. Nehmen wir dann auch diese. Fahren dann mal. Also 2, 3 Strecken, wenn wir es hinkriegen zeitlich. Könnten wir die natürlich dann fahren. Heute mal so ein bisschen jetzt, sagen wir mal, bisschen entspannter, bisschen chillter mal angehen lassen. Gut ist. Ja. Sehen wir okay, mal. Was so ab. Los. So. Ich eigentlich. Komm mal. So. Weiß ja nicht, ob das für euch zu laut, zu leise ist. Ja. Geht eigentlich, ne? Es ist halt. Fenster, warte mal. Ach ja, stimmt. Ich habe ja jetzt ja ein paar. Mir sind ja jetzt ja ein paar Tasten entfallen, ne? Weil ich ja kein Numpad mehr auf meinem Keyboard habe, also auf meiner Tastatur, sind mir ein paar Tasten weggefallen. Ne? Mal ganz, ganz kurz gucken. Und zwar nämlich für, genau, 10er-Tastatur, da steht es nämlich. Muss ich mal gerade ganz kurz gucken, was könnte ich machen? Könnte ich doch hier machen, guck. Bild nach oben, Bild nach unten. So. Schrittweise nächste Seite, ja, wir brauchen mit dem, obwohl, ja, komm, das müssen wir machen. Und dann hier mit 0. Obwohl, warte mal, geht nicht F10? Hehe. Da haben wir noch irgendwie was. Da haben wir 10er-Tastatur.
Ja gut, brauche ich nicht, das ist ja Maus, ne? Das ist ja Maus, hier haben wir auch nochmal WASD, bla bla bla. Gut, so, dann können wir das jetzt so machen. So. Erst dann können wir hier wieder Fenster. Ups, genau, guck mal hier, Fenster runter. Und Fenster wieder rauf, guck mal. Sehr schön, so. Dann haben wir das zumindest erledigt. Okay, das ist mir doch ein bisschen zu laut. Es ist immer wieder ein bisschen schwierig mit dem Spiel, ne? Aber es ist halt immer so mit dem Motor und allem möglichen. Ne, damit wir hier nicht Stärke des LKWs. 20, so Lautstärke des. Mal. Jetzt hier nochmal ein paar Veränderungen. So. Müsste das eigentlich so, so passen, so funktionieren? Hoffen wir es mal, dass es so funktioniert. Wollen wir mal sehen. So, das heißt, jetzt muss ich hier lang. Nach links ab. Was war das denn? Blau. Vielleicht mal hier auch nochmal für mich leiten. Ja, durch die Detaileinstellung muss man sich immer durchfriemeln. Ja, das finde ich ein bisschen komisch, aber nun gut, wenn man das halt wirklich detailreich haben möchte. Ich beschwere mich da nicht, sonst geht ja halt wirklich so dieses Feeling, was ja so wirklich das LKW-Fahren ja ausmacht, geht ja dann ja wirklich verloren und das will man ja halt. Das will man ja überhaupt nicht. Und bin ich ja halt auch dagegen, dass man dann halt. Biege nach rechts ab. Es soll ja ein bisschen detailgetreu sein, auch wenn ich jetzt hier mit Joypad wieder spiele. Fällt mir eigentlich auch ein bisschen mehr, wenn ich mit dem Joypad spiele. Aber das muss halt, ne? Ich würde am liebsten geradeaus fahren, aber ich muss, glaube ich, nach rechts, ne? Glaube ich nicht anders, weil da ist noch ein Stückchen Strecke. Zumindest noch nicht von mir befahren wurde. Ich habe auch gerade gesehen, Handball-EM, Deutschland gegen Österreich, unentschieden. Wie viel unentschieden, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ein Unentschieden. Ah, sieht aber anscheinend dann auch nicht gut aus für die deutsche Mannschaft, weil klar ist, ne, ersten beiden in der Hauptrundengruppe kommen nur weiter. Aber mal gucken. So, jetzt können wir hier schön 90 fahren. 22 zu 22, ja, Prost. Schöne Schnapszahl. Also 22, ja gut, jede andere Unentschieden ist ja natürlich klar, ne, aber 22 zu 22 auch nicht schlecht. 24 zu 24 hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Mal so als Klarstellung. Und jetzt wieder. Wir sind geradewegs jetzt nur dabei, unsere Fracht abzuholen. Und dann geht es ja Richtung Norwegen. Ob wir so schnell geworden sind, frage ich mich gerade auch. Aber nun gut. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Deswegen werde ich jetzt so ein bisschen langsamer. Irgendwann geht's nach rechts. Auch etwas, wo wir noch gar nicht waren. Ja. Mitten im Nirgendwo gefühlt. Demnächst links abbiegen. Gil, hast du irgendwelche Probleme? Biege nach links ab. Möchtest du mir irgendwie was sagen? Ich glaube, OBS kriegt das nicht hin, weil ich jetzt auf zwei Plattformen streame, ne? Aber das kann daran liegen. Quatsch. Bemerkt habe, dass Spotify gerade so ein paar Aussetzer gemacht hat. Tollerweise gucke ich mal ganz kurz einen Moment. Ich muss mal gerade ganz kurz schauen. Ich mache mal noch das hier zu. Gerade auch null brauche. Brauche ich gerade auch nicht. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Eventuellerweise spinnt es wahrscheinlich, weil meine CPU jetzt wieder nicht will. Der Arbeitsspeicher ist ziemlich überlastet, aber das ist normal bei OBS und bei ETS. Geht. Normal. Ist ja normal. So. Da müssen wir drauf. So. Sag mal, Aufträge war das, ne? Genau, die Yacht hier, die 6-Tonnen-Yacht von Estland nach Kristiansand in Norwegen, also in die Südküste von Norwegen. Ja. Fahren wir jetzt auch hin.
Habe ich auch kein Problem mit. Loslegen. Das wird dann so eine große Fahrt. Jetzt müssen wir kurz gucken. Da hinten steht auch schon... Nee, warte mal, der zeigt hier hinten an. Da hinten irgendwo. Nicht der hier? Nein, das ist nicht der hier. Na gut, der steht auch nicht auf... Nein. Na, guck mal, hier werden ja anscheinend gebaut, ne? Auch sehr interessant. Ah, der steht sogar im... Nee, steht auch nicht. Hier. Steht direkt hier, da. Oh. Direkt eine Firma, die solche Yachten baut. Auch nicht schlecht. Uns mal drehen. Wollte ich jetzt schon gerade so selbst richtig nach hinten gucken. Lang ist's her. Auto fahren. Das ist nicht gerade. Jetzt schon. Das ist nicht genug. Ja, gescheit. Schön gescheit. Stopp! Los! Ballon. Gamepad und dann kann's losgehen. So. Ganz kurz mal schauen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Ah, das ist. Okay. So, dann wollen wir los. Erste Fahrt nach Norwegen, von Estland nach Norwegen. Wenn jetzt die Fahrt jetzt nicht so lange dauert, ne, dann würde ich halt auch direkt... Wow, 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 wow. Also wo wollte ich denn gerade hin? Stopp. Ne, Ungarn hat gegen Kroatien gewonnen, deswegen ist Österreich Dritter und Deutschland Vierter in der Tabelle. Ah, nicht so toll. Beide zumindest. Ja. Und zumindest ja aus sportlicher Sicht heute ja sagen kann, ist, dass die Hockeymänner und Frauen, die deutschen Hockeymänner und Frauen ja die Olympiateilnahme ja gesichert haben. Also die werden bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein. Ja. Ist auch schon ein bisschen traurig, diese Straße hier zu befahren. Ja, Straße, ne? Machen wir auch Prozente weg. Und halt auch nicht schlecht. Aber ich hoffe ja natürlich auch, ich weiß gar nicht, sind die deutschen Handballherren, glaube ich, auch qualifiziert? Ich weiß es nicht. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob sie jetzt auch qualifiziert sind oder nicht. Würde es mir halt auch für die wünschen. Schauen, ob... Ja, jetzt nicht die... Oh, ich sollte aufpassen. Buddy träumt wieder, aber es liegt halt einfach daran, dass ich gerade geguckt habe, ob ich, wollte ich im Stehen machen, ne? Was sollte ich hier im Stehen machen? Oh, ist das Licht jetzt an oder nicht? Jetzt ist das Licht an, meine Güte. Ist ja nichts los. Komm auf. Was ist hier los? Ja. Sehr eigenartig. Man sagen wollen tun, ne? Mal sowas. So. Dann können wir auch schön gemütlich 90 fahren. Gleich eh wieder links abbiegen. Auch eine Straße, die ich im Übrigen nicht gefahren bin, ne? Aber da ist schon direkt eine Tankstelle. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass da direkt eine Tankstelle ist. Weil dann können wir nämlich tanken. Ja. Können wir nämlich tanken. Muss nämlich tanken. Gar nicht drauf geachtet. Letztes Mal, als ich gespielt habe, habe ich anscheinend vergessen zu tanken. So, dann muss ich jetzt hier rein.
jetzt direkt tanken. Was mich aber jetzt interessieren würde, ohne Witz, wie viele Kilometer hätte ich denn jetzt noch gehabt? 300 Kilometer. Gut, dass da gleich eine Tankstelle erscheint. Ja, deswegen bin ich da jetzt auch reingefahren. So. Weiter geht's. 508 Euro sind mal los. Auch sehr schön. So. Kann ich den Blinker ja gleich anlassen. Los. Jetzt kann die Fahrt aber auch richtig losgehen. 1186 Kilometer. In 23 Stunden, 26 Minuten, aber davon beträgt zumindest ein kleiner Teil die Überfahrt von Estland nach Schweden über dem Boot. Da fahren wir jetzt ja hin. Wir sind ja aber auch noch in Estland. Wir sind in Estland, wollte ich schon sagen. In Tallinn. In Estland sind wir ja sowieso. In Tallinn sind wir ja. Das heißt, auch vom Hafen sind wir nicht weit entfernt. Ne, wir sind in Paldinski. Guck mal. Von da aus, wenn wir schon. Ja, von da aus fahren wir. Okay. Jetzt auch nicht gedacht. Habe ich mich gewundert. Aber das tue ich ja immer, ne? Ja. Healthcare. Links abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Das hätte ich auch nicht erwartet. So. Hier ist natürlich ein bisschen mehr Verkehr, ne? Muss man auch ein bisschen darauf achten. Ja toll, Unfall verursacht. Jetzt sind wir reingefahren. Ihr bemerkt auch geradewegs, dass ihr die Geräusche für die Dingens gar nicht hört, ne? Ich hab geschaltet. So. Demnächst dann die ganzen Sachen hier gewöhnen. Links ab. Wie gehen Sie nach links ab? Ich doch auch hoffen. Auch gerade Soundprobleme, ne? Knacken gehört. Ich hatte eine entsprechende Idee. Einen Moment. So. Dann nehme ich ganz kurz Folgendes. Okay, ja, das ändert es jetzt gerade gar nicht, aber das werde ich dann übernehmen. Über das Twitch VOD. GOD oder YouTube. Eins von beiden. Hat wenig gebracht. Okay. Falker 2-0 verloren. Ja, das dachte ich mir. Glaube ich auch, die Darstellung ist halt, ne? Nervig. Und haben. Kann ich auch nicht abstellen, ne? Gut. Okay. Eine Sache muss ich noch wegmachen, nämlich diese hier Sache hier. Und jetzt können wir Enter drücken und es geht nach Kappelskär. 9 Stunden 30 Minuten, also ist schon ein Stück. Neu berechnet. 9000 Euro. Aber ich habe da wirklich gerade die anderen Geräusche wohl wahrscheinlich doch zu leise gemacht, ne? Muss ich mal nachschauen. Bin ich mir jetzt nämlich trotzdem noch nicht so sicher. Die Sprache, Voice-Over, eingehende Keeper-Ton außer Kraft setzen.
Ton abspielen, wenn das Spiel im Hintergrund läuft? Nee, das muss nicht sein. Radio-Lautstärke, das habe ich abgeschaltet. Umgebungsgeräuschen vom Innern. Okay. Naja. Aber zumindest hört man das Spiel ja, ne? Also, zumindest sollte man das Spiel ja hören, ne? Denke ich mal zumindest. Der OBS macht da nicht mit. Kann es ja auch manchmal sein. So, jetzt sind wir... Habe ich an. Weißt du, sind dann jetzt um 13 Uhr noch was da? Ich muss gerade erstmal gucken, wo ich hier rausfahren kann. Ja, hört man. Gut, okay, das ist gut. Zumindest die Sachen hört, das finde ich halt auch gut. Sonst ist es ein bisschen komisch gerade. Ich habe jetzt gerade mal die interne Aufzeichnung einfach mal beendet, sprich... OBS nimmt ja für mich, also OBS hat ja, nimmt ja sonst für mich auf. Und ich nehme ja auch, ist ja auch noch als VOD auf Twitch unter anderem ja noch zu finden, beziehungsweise auch ja noch auf YouTube. Ich möchte im Übrigen darauf hinweisen, dass ich Sonntagabend die ganzen Streams, die jetzt die Woche gelaufen sind, dann auf privat stellen werde. Das heißt also, wer sich jetzt noch die Streams angucken will von dieser Woche, der kann das dann natürlich auch noch auf Twitch tun. Andererseits, sonst auch noch bis morgen irgendwann im Laufe des Tages, morgen, wahrscheinlich bis morgen Abend irgendwann, werde ich das dann nämlich abschalten. Beziehungsweise werde ich auf privat stellen und dann für die nächste Woche, so mache ich das dann auch. Die Streams zumindest für dieser Woche ist erstmal nicht zu sehen. Ich mache ja schon. Bitte. Nicht, ob da ja noch einer von mir kommt. Aufpassen, dann kommt gleich ein Kreisverkehr, ne? Einmal habe ich es ja gebracht, oder ein paar Mal da drüber zu fahren. Jetzt einfach ganz normal, wie ein normales Lastkraftwagen, weißt du? Ungefähr, ne? Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Die nehme ich. Die ist, die ich nehmen kann. Nimm diese Ausfahrt. So. Was ist los? Ja, da können wir bei der Geschwindigkeit bleiben. Ich will es jetzt auch nicht so in die Länge ziehen, damit wir dann hier irgendwie so bis kurz vor 12 oder sowas... Nee, das machen wir halt nicht. Also die Geschwindigkeit ist angemessen. 66 bei 70 habe ich schon sowieso das Gefühl, dass ich rase. Aber ich kann ja sowieso, das merke ich ja gerade, weil wir ja normalen Auftrag genommen haben, sprich keinen externen Auftrag von World of Trucks, sondern einen richtigen. Jetzt kann ich noch die Spur wechseln. Trotzdem 70. Auf der Autobahn sind. Das heißt, jetzt darf ich glaube ich 80 fahren. So sieht's aus. Pass auch aus. Eins eingestellt? Okay. Ja, nicht mehr ETS gespielt. Normalerweise mache ich das immer in Zweierschritt. Aber finde ich auch sehr interessant. Ach. Es ist auf 90. Ich sehe das gerade. Och Gott. Geht gerade so ein bisschen komisch, ne? Naja. Überhol mich, du Wohnmobil. Darfst du doch. Ich habe gerade echt, dass der Rechner doch noch ein bisschen Probleme hat mit ETS2. Das war bei den letzten Malen nicht so, ne? Da habe ich doch irgendwie was an den Grafiken noch verändert. Oder durch ein Update wurde was verändert oder so.
Vielleicht mal eine. Also so ein Parkplatz kommt oder so, dann bin ich nochmal nach. Ich eventuellerweise was im Hintergrund noch ausblenden kann. Sieht aber eher nach wenig aus. Oh, Geschwindigkeitsübertretung. Ja, natürlich. Ich habe nicht drauf geachtet. Gibt natürlich auch Gas wie ein Irrer. Sagte noch, ich will noch ganz entspannt fahren, ne? Immer geradeaus. Mehr fahre ich jetzt auch nicht. Obwohl er mich eigentlich schon wieder anhalten darf, ne? Jetzt bin ich 76 gefahren, aber der Ding siehst du ja 2 km/h drüber. Auch nicht so schlimm. Überholt, aber wir dürfen wieder 80 fahren. Hat schon wieder einen Tonaussetzer. Okay, ich muss das jetzt machen. Da jetzt gerade mal ganz kurz mal was nachschauen. Einen Moment. Mal kurz aus. Ich mache ja keine Pause mehr. Läuft so oder so. Die beiden Ordner kann ich schließen. Das brauche ich. Sonst nichts geht, beziehungsweise ich könnte dich im Hintergrund einfach minimieren. So. Wenig, aber mal, dass es funktioniert. So. Sollte es gleich nochmal ein paar Schwierigkeiten machen, dann ja. War im letzten Jahr ja nicht so. Liegt wahrscheinlich auch in meinen Kopfhörern, das kann es vielleicht auch sein. Alle Kopfhörer benutzen oder was? Wahrscheinlich. Ich mal testen. So, dann können wir jetzt mal gemütlich fahren. In die Nacht. In die leicht helle Nacht. Sind wir ja jetzt schon in Schweden. Wir haben noch gut 800 Kilometer vor uns. Wir fahren mit 81 Stundenkilometern hier auf der Autobahn Richtung. Ich muss mal wieder mal nach Kristiansand. Haben eine 6-Tonnen-Yacht hinter uns. Eigentlich schon, na gut, 3%. Die 3% sind, glaube ich, sowieso schon gewesen. Weiß nicht, ob sie waren oder nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Aber hört sich nämlich so an, als hätte ich sie schon drauf gehabt oder so. I don't know. Immer geradeaus. Ich merke gerade echt, dass ich leichte Tonaussetzer habe bei ETS 2. Irgendwie scheint was mit meinen Kopfhörern zu sein. Irgendwas scheint mit meinen Kopfhörern zu sein, weil ich leichte Aussetzer nämlich immer wieder habe, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt. Mal gucken, ob es jetzt besser ist.
Lässt mich durch, du lässt mich durch. Dankeschön. Hier immer noch Aussetzer. Oh Gott, ey, Spiel. Weißt du, spiele ich 2 Monate nicht, ne, oder so. Und dann auf einmal kommen Updates, die wieder dafür sorgen, dass ich das Spiel wahrscheinlich erstmal für eine gewisse Zeit nicht anfassen kann. Wenn das so weitergeht, dann ist es wirklich bald heute das letzte Mal, ne? Gerade, dass ich zu schnell bin, mal wieder. Sieht der Thermostat? Thermostat, sag ich schon. Tempomat sich selbstständig gemacht? Bin nicht angerührt. Läuft der Sound stabil? Ja, nee, es geht ja um meine Bluetooth-Kopfhörer. Weil ich da merke, dass ich so ganz leichte Aussetzer habe. Ich glaube, da kommt das Spiel mit nicht klar. Weil ich ja über einem USB-Bluetooth-Adapter ja meine Kopfhörer am Laufen habe. Mir ist ja vor 2 Wochen ist mir ja mein Bluetooth-Adapter kaputt gegangen, mein bisheriger. Hab ja einen neuen gekauft. Und ja, ich muss da wahrscheinlich nochmal über die jeweiligen Soundeinstellungen vielleicht nochmal gehen und alles nochmal einstellen. Ich weiß es nicht. Also leichte Aussetzer hatte ich jetzt. Jetzt habe ich es ja, was ihr gerade gesehen habt, ja mal kurz umgestellt. Mal gucken. Oslo und Örebro. 82 eigentlich konstant. Ne? Wenn wir dem zu nahe kommen, überholen wir den. Aber wir kriegen das ja entsprechend hin. Also, ich meine ja, es läuft ja jetzt läuft eigentlich auch alles gut. Also, scheint es jetzt alles stabil. Hat doch die Umstellung was gebracht. Mal gucken. Aber ich muss mal trotzdem mal alles überprüfen. Weil heute schon so ein bisschen OBS mit der Kamera gespinnt hat. Wegen ich jetzt den USB wie heißt das nochmal? Gewisse Sachen austauschen musste. Die Worte wieder nicht ein. Wieder super. Streams und Streams wieder und dann fallen dir gewisse Worte nicht an. USB-Hub musste ich um. Ich habe ja 2 Stück, einen mit etwas längerem Kabel von einer zu bekannten Firma oder und den von Anker, den ich bekommen habe für meine alte Capture Card. Ja, kann eventuellerweise sein, aber im Moment ist jetzt alles wieder gut. Ja. Weil ich habe ja auch versucht, das ist kein Witz, über Windows die Bluetooth-Kopfhörer ja, sagen wir mal, abzustellen, also sprich zu entfernen, das Gerät zu entfernen, das wollte Windows nicht machen. Ja. Auch ein bisschen komisch fand. Aber da muss ich mal vielleicht nochmal drüber gehen, vielleicht nochmal komplett neu installieren oder so. Eigentlich habe ich den jetzt für mehr Geld geholt, als ich den vorherigen hatte. Gut, den vorherigen habe ich geschenkt bekommen. Wollte ich nichts dazu sagen. Immer geradeaus. Immer geradeaus. So. Petra. 100 Meter. Vielleicht eine Tankstelle. Ich glaube, spätestens die hätten wir gefahren, wenn ich nicht auf die Tankstelle geachtet hätte. Das wäre nämlich vielleicht auch noch so ein Move gewesen. Gut. Vorteil brauche ich nicht. Jetzt merke ich schon wieder ein paar Aussetzer. Das liegt, glaube ich, vor allem wirklich auch am... Muss ich mal schauen. Ich habe aber keinen Bock auf Kabelkopfhörer, weil die in ihr Kopfhörer, die ich da gekauft habe, die Billo-Kopfhörer für 5 Euro bei Kick, der Sound ist scheiße. Aber gut, wir spielen jetzt ja nicht jeden Tag ETS 2, ne? Es kann sein, dass es sich nochmal beruhigt, eventuellerweise nicht, ich weiß es nicht. Sollte es hier gleich wirklich ein paar Probleme geben, dann... ich mich halt mal darum kümmern, dass das mal auszumerzen ist, wenn ich dann mir mal die Ruhe dafür nehmen kann, morgen vielleicht Tage. Kommende Woche wird sowieso ein bisschen zur Freizeit angeht, für mich sowieso ein bisschen wenig sein. Bis zum Monatswechsel hin. Immer geradeaus. Wir Sachen an, ja. Ich merke gerade echt, ja, da scheint irgendwie was zu sein. Problem ist jetzt, wenn ich da jetzt irgendwie großartig was mache, den jetzt im neuen USB-Stecker reintue oder sowas,
Ich stecke ihn auch einfach hinten rein, hinten am Rechner. Dann habe ich gleich das Problem, dass eventuellerweise nur über die Boxen dann das Spiel kommt und so, und das kotzt. Das würde mich ankotzen. Einerseits müsste ich dann das Spiel runterdrehen, damit es nicht über das Mikrofon dann noch abgetreffen wird. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so. Mal gucken. Läuft ja jetzt ja alles so ganz in Ordnung. Man kann gemütlich fahren. Ihr seht halt, wohin ich fahre. Also ich könnte mal kurz zeigen, wohin ich fahre. Ja. Oha! Ne, um 12.36 Uhr, ne? So, am Freitag müssten wir ankommen. Ich hätte jetzt schon gedacht, wir müssten am Donnerstag, ne? Ey, das wäre dann richtig knapp gewesen. Aber so richtig knapp, da hätte ich echt rasen müssen wie ein Irrer. Na, auch scheißegal. Das wäre mir dann auch scheißegal gewesen. Bin ja auch am überlegen, das ist ja kein Witz, mir separat noch Bluetooth-Kopfhörer zu holen für den Rechner. Die ja dann ja auch etwas länger an Akkulaufzeit haben, weil die sind ja nur 5 Stunden. Die habe ich ja eigentlich ja für mein Handy geholt. Ja. Mal habe ich ja meistens immer einen drin, aber ich habe ja immer beim Stream habe ich ja beide drin. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt so einen Stream mache, der 5 Stunden oder länger geht, also über 5 Stunden geht, dann habe ich halt ein Problem. Deswegen müsste ich dann öfters auf die Kabelkopfhörer zugreifen. Aber mal schauen. Hier muss ich runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Sowieso, wenn ich wieder ein bisschen mehr Geld investieren kann, investiere ich mal in ein neues Gehäuse. Geht mir nämlich sowieso schon auf den Keks. Große Gehäuse. Ja, für den PC müsste ich sowieso. Ich habe das ja bei meinen alten Kopfhörern, die ich ja auch schon von Huawei mir geholt habe. Da habe ich ja einen der Kopfhörer ja am Bahnhof verloren. Das eine ja unter den, vor lauter Stress musste ich ja einen Zug kriegen, der dann am Ende doch trotzdem noch lange stehen geblieben ist. Habe ich ja, oh Gott, jetzt kommt trotzdem. Ist mir einer aus dem Ohr gefallen. Ich habe ja halt auch immer so ein Problem mit den In-Ear-Kopfhörern. Bleiben bei mir ja nicht im Ohr drinne. Ne? Und das ist immer so eine Sache. Wenn du da jetzt stehen bleibst, ne, wegen mir. Dann. LOL, ich hätte gedacht, du wolltest abbiegen. Ja. Da war ja auch so wenig. Oh, ja, ich glaube, die haben eine Stunde oder zwei Stunden mehr Laufzeit. Ich meine, die alten hätten 4 Stunden gehabt, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie sowas. Und bin mit denen auch zufrieden. Und solange wir die halten die. Und dann denken wir, morgens immer sauber zu machen. Ja, man sollte es mindestens einmal in der Woche machen, seine. Ich habe mich richtig darüber geärgert. Das ist so zum Kotzen gewesen, ne? Weißt du, du siehst auf deiner Bahn-App, der Zug hat deinen Zug, wo du jetzt gerade drin saßt, und du kriegst den Anschlusszug nicht. Der wird mega Verspätung haben, ne? Und dann bleibt er noch 5 bis 10 Minuten stehen, weil er halt weiß, ja, er kann trotzdem noch so lange stehen bleiben. Bemühst dich extra schnell hinzukommen, hast 2 Taschen in deiner Hand, muss halt schnell rüber aufs andere Gleis, und dann fällt dir, weil deine Ohren halt scheiße sind, ne, fällt dir einer der Kopfhörer raus und dann auch noch aufs Gleisbett und dann auch noch unter einem Zug. Beziehungsweise so zum Teil unter einem Zug, da stand ja dann ein Zug. Unter einem Zug kann er ja nicht fallen. Ne, und dann habe ich mir gedacht, ja scheiße, sorgst du dafür, dass der Bahnhof jetzt gesperrt wird, oder versuchst deinen Zug zu kriegen? Da war mir halt, den Zug zu kriegen, halt wichtiger als diese scheiß Kopfhörer. Deswegen, ja, kann man halt nichts machen. Ist halt jetzt so passiert. Und dafür habe ich jetzt, sagen wir mal, die nächste Generation geholt. Ja, auch sowieso schon länger mit dem Gedanken, mir ein neues Handy zu holen und dazu dann eventuellerweise mir dann da auch noch neue Kopfhörer zu holen. Aber ein Grund ist unter anderem, dass ich mir kein neues Handy hole, ist, weil hier kein 5G herrscht. In meinem Ort ist kein 5G-Netz. Ne? In allen Orten um Lager herum ist 5G. Das ist kein Problem, da ist überall 5G. Ne? Also der neueste Internetstandard, mobile Internetstandard. Nur in Lage nicht.
Weil ich bin einmal reingegangen, habe so gesagt, ja, ich überlege mir gerade neues Handy zu holen, 5G und so weiter. Ne? Konnte ich erst, weil ich noch in der so einer Art Sperre halt drin war, weil ich meinen Vertrag auch erst vor kurzem verändert habe. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich würde mir ein 5G-Handy holen, weil ne, 5G-Netz und so, ich habe einen Vertrag mit 5G. Du verdammter dreckiger Sack, er hast mich nicht gesehen und... Und ja, es hat einfach, ja, es hat dran gelegen, dass im Ort halt einfach kein 5G ist. Da habe ich gesagt, ja gut, dann hole ich es nicht. Und dann halt, weil ich halt weiß, ich fahre halt nicht so oft weg, beziehungsweise jetzt ja in nächster Zeit schon. Aber ich denke mir halt, bei meinen 25 GB, die ich habe, Hashtag keine Werbung, ich bin bei O2, da bin ich wie gesagt auch zufriedener Kunde. Ich habe halt nur jetzt Probleme mit dem Internet ja hier, aber hat O2 auch nicht so groß die Macht, weil die Leitung ist von der Telekom. O2 bietet sie quasi an. Hat schon wieder die leichten Audio-Aussetzer, aber ich muss da echt mal schauen. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay gut, dann hole ich mir kein 5G-Handy, bleibe ich dabei. Bleibe ich dabei, bis ich weiß, das Handy macht es wirklich irgendwann nicht mehr mit. Und mein Handy, was ich jetzt, glaube ich, jetzt schon 3 Jahre habe, ich habe es mir, glaube ich, 21 geholt oder 20 sogar, ich glaube sogar 2019, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, also müsste ich schon, habe ich schon fast, habe ich schon 4 Jahre, muss ich eigentlich schon sagen. Es tut es immer noch, es reicht mir immer noch. Also ich mache damit jetzt ja nichts Großartiges. Ne? Das einzige Handygame oder die 2 Handygames, die ich zocke, sind Pokémon Sleep und Pokémon Go. Mehr ist es nicht. Ne? Und sonst, was mache ich mit dem Handy? Instagram, also Social Media, telefoniere damit, gucke darauf Videos. Wenn ich an meinem Fernseher bin und mit meinem Vipo TV-Stick angeschlossen bin, da gucke ich dann drüber Disney Plus und so weiter. Also... Es reicht noch für die Dinge, die ich machen will. Und wenn ich halt kein 5G-Netz habe, dann habe ich halt kein 5G-Netz. Ne? Das ist halt so. Heißt es trotzdem, dass in Lage kein 5G-Netz ist, aber was willst du machen? Ne? So, 526 Kilometer sind schon durch. Haben wir noch. Immer geradeaus. Aber naja, was soll's. Ich habe auch sowieso gesagt, wenn, dann bleibe ich bei Huawei. Ach, Huawei sag ich schon. Huawei. Bin noch nicht mal bei Huawei, bei Xiaomi. Bleibe ich dabei. Wird halt einfach das Handy der nächsten Generation halt nehmen. Also das von dem jetzt. Das ist ja das Note 9 Pro, was ich hier habe. Ups, Aufliegerschaden 1%. Super, bin dagegen gefahren. Noch viel zu schnell gerade. Und will die Stadt nichts daran ändern? Ah, ich weiß nicht, da müsste ich vielleicht mal nachfragen. Ich habe da ja gute Connections. Kann ich so einfach sagen. Und müsste ich mal einfach mal fragen. Also ich weiß, dass ich mal vor 2-3 Jahren mal so einen heftigen Ausfall gehabt habe meines Handynetzes. Also ich konnte telefonieren, aber hatte kein mobiles Internet. Damals hat mir O2 ja sogar die, ich glaube, den Großteil der Gebühr, also meiner Rechnung halt erstattet. Sprich, ich musste nicht mal den vollen Preis bezahlen und es hieß dann damals als Grund, es werden überall auf 5G-Netze umgestellt, also 5G-Masten und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, Lage stellt sich darauf ein, aber das heißt, also ich werde wahrscheinlich mal irgendwann mal, vielleicht im Februar, vielleicht im März, wenn ich Bock habe, vielleicht hole ich mir auch zum 35. Geburtstag im Sommer ein neues Handy als Geburtstagsgeschenk. Und dann frage ich halt einfach nach, wie schaut es mit dem 5G-Handy aus und so, würde ich mir gerne holen. Und so, bis dahin wird mir wahrscheinlich O2 so oder so wieder einen neuen Vertrag andrehen wollen, weil ich ihn ja erst geradewegs vor kurzem geändert habe. Ich zahle ja keine Grundgebühr, ne? Aber ich zahle ja sowohl ja Internet als auch Handy von einem Anbieter. Ich mich daran erinnern, dass ich mal öfters mal eine Diskussion mit meinem Dad darüber hatte. Als ich ja noch vor 5 Jahren bei meinen Eltern gewohnt habe, hat sich mein Vater gewundert, warum zahle ich 1&1 so viel, weil bei 1&1 Internet hatte und halt natürlich Festnetz und Internet, ne? Dann musste ich ihm das echt erklären, dass ich ihm sagen musste, Papa, du bist bei 1&1 sowohl normal Telefonkunde mit Internet als auch Handykunde, deswegen buchen sie in einem Satz ab, ne? Und das ist ja bei mir ja genauso. Ich zahle ja insgesamt 58 Euro für O2, also für O2 Handy,
Handy und U2 Festnetz und Internet. Gut, das Festnetz nutze ich nicht, aber ich bin halt auch schon so langsam überlegen, ein Telefon zu kaufen. Andere sagen, wozu? Ich denke mir nur so, naja, ich habe auch unbedingt nicht Bock, jedem meine Handynummer zu geben. Ne? Es reicht halt also, wenn ich gewissen Leuten meine Festnetznummer gebe, damit die mich da halt nur nerven kann, wenn ich zu Hause bin. Sonst müssen sie halt damit rechnen, wenn ich dann nochmal zu Hause bin. Überlege ich es mir halt auch. Ich stand eigentlich schon so Anfang dieses Monats wirklich dazu, so mir ein Festnetztelefon zu kaufen für 30 Euro. 20 Euro, keine Ahnung. Festnetztelefon schnurlos. Das Telefon nur hier gelegen, weil Buchse ist ja im Wohnzimmer. War auch kein Problem für mich gewesen. Bin ich vollkommen mit zufrieden, aber man muss halt nicht jedem irgendwie seine Handynummer geben. Ja. Aber ich habe halt auch schon öfters darüber mal überlegt, mir halt eine neue Handynummer zu holen. Aber kostet auch Geld. Also eher die Frage stellen, was kostet kein Geld, ne? Kein neues Handy zu holen, den Vertrag so zu lassen, damit man zumindest nicht mehr zahlt, ne? Also als ich ja schon Anfang letzten Jahres gab es ja schon Berichte darüber, O2 sind die Ersten, die ihre Preise erhöhen für Neukunden, beziehungsweise wenn man einen Vertrag verändert. Und ich habe mich ja darauf mental ja auch eingestellt und so, habe so gesagt, ich bleibe bei O2, ist guter Service und alles, weil alle anderen Anbieter sind für mich halt zu teuer. Bin ich ganz ehrlich. Also für mich sind Vodafone und Deutsche Telekom und auch 1&1 ist mir nicht zu teuer, aber ich wechsle nicht mehr. Bleib bei O2, wenn ich wirklich weiß, 1&1 kann mich wirklich mit guten Sachen überzeugen, mit einem guten Internet, gutes mobiles Internet, gute Preise für Handys, die ich mir dann halt, ne, als Laie holen kann, sprich nicht als Laie an sich, sondern ja, wenn ich abstottere, dann, keine Ahnung. Ich habe ja auch sogar schon überlegt, mir halt zu Weihnachten ein neues Handy zu holen, aber dann habe ich mir selbst gesagt, nee. Muss nicht sein. Ich bin, wie gesagt, mit meinem Handy zufrieden. Also wenn du eh mehr unterwegs bist als daheim, macht es Sinn, sich ein Handy zu holen, was 5G kann. Und auch ein Tarif, was abwärtskompatibel ist, springen wir. Ja, ich habe ja einen 5G-Vertrag, das ist ja kein Witz. Ich habe ja einen Handyvertrag mit 5G. Das ist no joke, das ist wirklich. Ich habe wirklich einen Handyvertrag mit 5G. Und ich habe kein 5G-fähiges Handy. Das ist die Sache. Ne? Aber gib mich auch mit LTE zufrieden. Wie gesagt, 4G, das ist ja jetzt ja der aktuellste, der zweite. Stufe 2 Standard, sage ich mal, nach 5G. Ne? Und selbst wenn, ist mir auch Schnuppe. Ich will dann halt nicht irgendwie sehen, wenn ich dann irgendwie 2 Tage unterwegs bin und auf einmal heißt es, ja, 25 GB sind futsch. Ich hatte jetzt ja für gut einen Monat lang hatte ich 250 GB. Ne? Weil ich ja, wann war das, Anfang oder Mitte Dezember ja öfters diese Ausfälle hatte. Im Übrigen sind wir jetzt in Norwegen. Ach Gott. Ja, das klingt jetzt so, oh, ich muss das machen. Nee. Bin sowieso halt auch immer noch kann ich mir jetzt ein Handy nicht holen. Das weiß ich. Also jetzt ein Handy für 300 Euro oder so zu kaufen, kann ich mir jetzt nicht. So. Dafür hätte ich das Geld nicht. Und selbst wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich es nicht machen. So. Andererseits bin ich immer noch, wenn ich das über meinen Vertrag hole, bin ich aber noch in einer Sperre drin. Weil dann heißt es ja Vertragsänderung und so weiter. Ich wollte es aber separat holen. Aber ich jetzt gerade so am Überlegen, es passt gerade so in diesen Planungen, die ich halt auch habe, nicht rein. Ich gebe mich damit zufrieden und gut ist. Ne? Ja, auf Dauer ist es keine Option, aber wenn trotzdem. Oh, du musst ja ein 5G-Handy holen, weil du einen 5G-Vertrag hast. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß, dass ich mit diesem Vertrag schon seit fast einem Jahr rumlaufe, aber trotzdem beschwere ich mich jetzt. Was heißt beschweren? Beschweren tue ich mich ja sowieso. Deswegen sage ich jetzt nicht, ja, jetzt muss ich mir unbedingt ein Handy holen. Ja? Ich geb mich ja damit zufrieden. Sowieso an den Orten, wo ich bin, ist noch nie mal 4G. Also, wenn dann noch nie mal 5G ist, dann
Wozu dann 5G-Handy? Außerdem, das hat auch noch Zeit. Wieso werde ich dann O2 auch wieder mal gutes Angebot abspatzen? Oder die mir? Keine Ahnung. Ich kam ja einmal so an. Ich habe ja den neuen Vertrag ja gemacht, wo ich jetzt keine Grundgebühr bezahle. Habe ich ja damals gemacht. Ich habe damals bei O2 einfach angerufen, weil ich gesagt habe, hey Leute, mit dem Router stimmt was nicht. Der Router zeigt mich in Hamburg an und nicht in Lage. Und dann hieß es, ja, das können wir nicht ändern. Dann bin ich in die Technikabteilung oder irgendwie so in irgendeine Abteilung hingebracht worden. Dann hieß es, Herr Dercho, ich schaue mir gerade Ihr Handyvertrag an. Möchten Sie da nicht irgendwie was ändern? Ich so, hä, wie, was, warum? Ja, wir können Ihnen die Grundgebühr erstatten. Beziehungsweise müssen wir 2 Jahre lang keine Grundgebühr bezahlen. Ich so, ja, klingt gut. Was kriege ich dafür? Die gleichen Konditionen wie jetzt, nur Sie bezahlen keine Grundgebühr mehr. Ich so, geil, nehme ich. Also ich halt nochmal für 2 Jahre... Oh, hat man sich nochmal für 2 Jahre verbunden. Befestigt, wollte ich schon sagen. Ich an O2 verfestigt. Das ist auch ein Deutsch. So, erste Ausfahrt. Wir können die zweite sogar nehmen. Das ist ja hier die erste. Wo wir rauskommen, ist die erste, weil da, wo wir rauskommen, ist quasi null. Da wäre die dritte. So gesehen. Gut, hier gäbe es jetzt noch eine. Das wäre dann die vierte, aber die dritte können wir ja nicht befahren. Das spielt auch keine Rolle. Nochmal Wasser einschütten, ne? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. So. Also zahlst du jetzt 2 Jahre lang 0 Euro oder wie? Nein, ich zahle nicht 0 Euro Grundgebühr. Mir wurden 5 Euro Grundgebühr erstattet. Grundgebühr bei O2 liegt meistens bei so 5 bis 10 Euro. Ich habe das jetzt auch gerade nicht so im Kopf. Aber ich zahle deutlich weniger. Oder sagen wir mal Teil meiner Grundgebühr, ich weiß es schon gar nicht. Ich kann jetzt auch nicht nachgucken. Handy am Steuer ist nicht gut. Wäre schön, wenn ich 2 Jahre lang 0 Euro bezahlen würde. Das hatte ich ja, als ich ja, zumindest ein halbes Jahr hatte ich das ja. Als ich ja bei Vodafone war. Mit dem Internet. Also sie haben mir nur einen Teil der Grundgebühr halt erstattet. Ne? Der Rest ist halt, der Rest, den ich ja halt dafür bezahle, ist ja, in welchem Vertrag ich ja ungefähr drin bin. Ne? Also sprich, was nutze ich unter anderem fürs Internet oder so. Weil mein Internettarif war zum Beispiel, habe ich ja mein Internettarif, vorher war der, bevor ich den geändert habe, hatte ich nur 20 GB Internet. Und der besteht, und den Vertrag, den ich halt jetzt noch bis vor einem halben Jahr hatte, der existiert ja nicht mehr, weil O2 ja alles verändert hat. Leider, man muss es ja sagen, alles verteuert hat, so gesehen. Ne? Aber mein Vertrag existierte halt einfach nicht mehr. Und da habe ich mir gesagt, willst du jetzt 15 GB oder willst du 25 GB? Und da habe ich mir gesagt, gut, 25 GB. Und ich hätte auch 3 Euro mehr gezahlt. So, ich hätte nur 3 Euro mehr gezahlt. Und da habe ich gesagt, okay, gut, 3 Euro mehr ist jetzt kein Problem für mich. Und dann habe ich auf einmal nochmal ändern lassen, 5 Euro weniger. Ist auch nicht schlecht. Ich muss ja auf 50 kommen. So. Ich merke gerade echt, ich muss da wahrscheinlich wirklich an den Soundeinstellungen über den USB-Dongle. Ich würde mich kaputt lachen, wenn ich nämlich dann den Sound, wenn ich dann an, über Boxen habe oder so, würde es dann weiß. Schneller werden. Gott, der steht doch auf 2. Oh Gott. Da merkt man echt, wie lange ich nicht mehr ETS 2 gespielt habe. Und wahrscheinlich, ne. Ist in den vergangenen 2 Wochen gespielt? Nein, glaube ich nicht. Ne? Nein, hätte ich nicht. Das letzte Mal war es ja im letzten Jahr ETS 2. Jetzt gleich, glaube ich, sowieso schon wieder Kreisverkehr. Ich würde dann auch sagen, dann würden wir die nächste... Alter, wir haben es ja schon viertel nach 11. Alter, wie lange bin ich unterwegs? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Vielleicht noch eine Fahrt nehmen und dann gucken, wie lange die dauert. Diese Ausfahrt. So. Musst du sowieso noch mal schauen, weil ich habe einfach...
USB-Dongle halt reingesteckt, nichts Neues gemacht, aber naja. Morgen habe ich ja dafür die Zeit, wenn ich morgen dann nicht noch auch noch auf der nächsten Demo bin gegen rechts. Denn da gibt es ja auch noch weitere Demos. Überleg ja halt auch schon übernächste Woche Dienstag, das wäre der 30. Auch wieder auf die Demo in Bielefeld zu gehen. Überlegt. Nimm diese Ausfahrt. Aber schauen. Vormittags nehme ich dann noch einen Termin, da muss ich gucken, weil die Demo, die am 30. in Bielefeld ist, die ist diesmal um 18 Uhr. Bin ja nach der Demo am Freitag, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen, weil ich will, ich kann schon mal so viel verraten, nächste Woche Sonntag habe ich nämlich nach Update Sport mal einfach mal eine neue Ausgabe der Echo TV am Abend reingeschoben. Daniel, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ausnahmsweise über YouTube nur. Ja, grüß dich. Na? Is it in Weimar? Wie, how is it, my friend? Biege nach links ab. Ja, ich biege nach links. Von rechts niemand kommt. Passiert gerade. Natürlich, klar. Lack wieder abgekratzt. Heute war bescheiden. Was das denn? So schlimm? Also es liegt, glaube ich, echt wirklich gerade am Sound, dass da ein paar Probleme herrschen. Ich muss das echt wirklich fixen. Wir sind die Emotionen durchgegangen. Das hört sich nicht gut an. Inwieweit? Also schreib so viel, wie du schreiben willst und darfst. Also darfst vor allem, ne? Klar, man soll nicht so viel Private schreiben. 73, das reicht. Machen wir es schön gemütlich, jetzt ist jetzt auch egal. Kilometer haben wir noch. Aber Tank ist auch schon leer. Guckt mal, Freunde. Wenn wir jetzt, ne? Also, wenn ihr euch wundert, für die, die jetzt auf Twitch zugucken, Moment, mit wem redet der denn? Für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben sollten, ich bin gleichzeitig auch noch auf YouTube live. Ist ja eine Testphase jetzt, die noch für gut 3 Wochen gehen wird. Erste Woche, muss ich ja ehrlich zugeben, war jetzt so ein bisschen voller Experimente, weil Bots haben nicht funktioniert, jetzt funktioniert der Nightbot. Dann habe ich die Chat-Einstellungen falsch jetzt gerade heute noch gehabt, weil ich habe mich gewundert, dass jetzt wieder der Nightbot nicht reagiert hat und so weiter. Jetzt hat der Nightbot wieder reagiert. Da musste ich halt, ne, ein Stream hieß sogar noch wie der am Montag, der Mittwoch-Stream und so weiter. Ist ein bisschen, ich gewöhne mich langsam dran, aber wahrscheinlich, ne, wird mal gucken. Heute war ich im KZ Buchenwald und ich sag mal so, sowas darf sich nicht wiederholen. Da gebe ich dir recht, Daniel, also verständlich. Ich bin jetzt auch, ich muss mal ehrlich zugeben, ich habe ja auch mir so gesagt, ich müsste mal auch mal sowas besuchen, um natürlich halt auch Verständnis noch zu haben, was uns da ja droht. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Bedenkt, wählt demokratische Parteien und sowas blau-braunes wie die AfD. Deutschland bezogen, in Österreich gibt es ja auch sowas blau-braunes. Ne? Was komischen als Vorsitzenden. Sollte man nicht ranlassen. Und geradewegs, was da jetzt ja von Korrektiv und wie gesagt, Korrektiv, beste Plattform ever. Was da ja die AfD von sich abgegeben hat bezüglich ja Äußerungen zu der Recherche und natürlich noch bezüglich eines Faschisten, den man auch öffentlich Faschisten und Nazi nennen darf, der die ganzen Demos Nazi-Aufmärsche genannt hat, wo ich mir halt einfach nur denke, der Typ hat sie nicht mehr alle. Aber ich habe meine Meinung dazu, aber wenn ich die hier sage, dann wirft man mir auch Nazi-Rhetorik vor. Sowieso werfen ja die Nazis, also die Faschisten, den Antifaschisten ja auch faschistische Rhetorik vor, was ich ja halt auch sehr krank finde. KZ Buchenwald war ich auch mal 2009. Oh, 2009, vor 15 Jahren. Was ich ja auch mal gerne mal wirklich machen würde, ist wirklich auch mal, wie gesagt, KZ besuchen. Und wenn ich sogar mal irgendwann mal hinkriegen würde, dann sogar in Auschwitz. Wenn ich überlege, dass politische Gegner abgemurkst wurden, da hat man Angst, dass sich sowas wiederholt. Ja, aber man muss ja auch bedenken, vor 90 Jahren
war die Demokratie nicht so standhaft wie heute. Also was ich ja so, oder was wir heute ja so bei Update jetzt gesehen haben, übrigens Update jetzt schon online, als einzelnes Video auf YouTube und auf derchentv.de, dass ich das während der 10 Minuten Pause, die heute war, zwischen Pokémon Karmesin und ETS 2, sollte sowas öfters machen. Also das heißt, beim nächsten Samstag-Stream in 2 Wochen mache ich es nochmal. Bist du an den Twitch-Chat und baut mir keinen Mist. Ja, habt ihr gehört? Ja? War schon in so einigen KZs für sich im Gräulen. Ja, verständlich. Ich glaube, da würde mit mir auch wahrscheinlich vor allem, ich weiß gar nicht, wie es sich... Ja, glaube ich. Glaube ich. Ja? Wo man halt auch mal wirklich... Ne? Ich glaube, ich wüsste auch sogar, welche Leute ich aus meiner Familie dahin zerren würde. Damit sie es auch mal verstehen. So weiter. Aber wie gesagt, wir haben diesmal eine, sagen wir mal, wir müssen ja jetzt reagieren, das ist ja kein Witz. Nach dem, was ja jetzt durch die Korrektivrecherche herausgekommen ist, müssen wir ja vor allem jetzt in Deutschland reagieren. Ne, aber das gilt ja nicht nur für Deutschland, das gilt ja auch eigentlich für andere europäische Länder, wo bisher die Rechtspopulisten oder generell die Rechten und Rechtsextremen nicht an der Macht sind. Ne? Ich rede zum Beispiel, in den Niederlanden ist ja ein gewisser Geert Wilders, ja, stärkste Kraft, aber hat immer noch keine Regierung. Ne? Von daher, dass jetzt noch so ein Hans-Georg Maaßen, Hans-Georg, ich kann mir keine größere Brille kaufen, weil ich mein ganzes Geld eher für die Werteunion als Partei ausgeben will, Maaßen, also das volle Maaßen, Maaßen ist wieder voll, ne? Na klar. Das Schlimme dabei ist ja bei mir, wenn ich so auf die schulische Zeit betrachte, habe ich ja wirklich, das ist kein Witz, also wirklich das Thema Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg, habe ich in der Schule nie richtig mitbekommen, weil gerade in diesem Zeitpunkt, wo es eigentlich darum gehen sollte, meine Schule, wo ich damals war, keinen Geschichtslehrer mehr hatte. Beziehungsweise da das Problem hatte. Und ich bin so, und ich habe mir ja diese ganze Geschichte und alles, habe ich mir ja durch die ganzen Dokumentationen mir rausgesucht. Ne? Also nochmal Riesenrespekt an die Dokumentarfilmer, Macher, wie auch immer, das Ganze ja sehr gut hingekriegt haben. Und in Erfurt waren trotz Gegenwind der Rechten, soweit wie ich weiß, 8.000 oder 9.000 Leute auf der Straße. Ja. Ja, ist wirklich so. Ja, wir haben hier in NRW, das ist ja Standard, das ist ja auch noch zu Daniels Zeiten noch so. Muss ich wirklich so sagen, das ist ja in Daniels Zeiten ja genauso. Haben wir akuten Lehrermangel? Das ist doch, ja, es ist scheiße. Es ist halt einfach wirklich scheiße. Aber wie gesagt, die ganzen Dokumentationen, die im ZDF gelaufen sind und die ich alle gesehen habe zum Thema, vor allem, wie gesagt, ja, die letzten 60, 70, 80, 90, sagen wir, die letzten 100 Jahre. Ne? Es gibt auch eine tolle Reihe vom ZDF und von Professor Dr. Guido Knopp, 100 Jahre, der Countdown. Ne? Vom 1900 bis 1998. Eine tolle Reihe, gibt es im Übrigen fast alle Teile davon auf YouTube. Fast alle, weil einzelne nicht drauf sind. Doch, einzelne findet man aber anders. Aber auf YouTube. Grüße an NTV. Ja, ich gucke kaum die NTV-Dokus. Wenn ich NTV dran habe, ja gut, ZDF-Info ab und zu mal. Man muss ja auch bedenken, man wirft ja Guido Knopp ja vor, dass er in seiner ZDF-History-Zeit sehr viele, oder in seiner Zeit beim ZDF, als er ja quasi der Chefhistoriker des ZDFs ja war, ist ja jetzt ja nur noch Freischaffender, ne? Oder zumindest ja Freischaffender, Freiberufler, ist es ja so, dass viele ihm ja vorgeworfen haben, nur Dokumentation über Hitler und das Dritte Reich. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ne? Es sind so viele andere Dokumentationen. Zum Beispiel diese Reihe Die Deutschen. Ne? Nichts von Hitler. Nichts von Hitler. Ist alles dann noch davor. Diese Reihe finde ich sehr super. Gerade, dass man die halt ohne Knopf weitergemacht hat. Ja gut, bis zur Weimarer Republik. Ja gut, das muss man jetzt noch nicht. Können wir wahrscheinlich in 50 Jahren machen, wenn wir alle alt, grau und am Abnippeln sind. Dann passiert das schon. Ah, guckt euch mal das an. Ist das nicht herrlich? Eigentlich, ne? Ah. So, Daniel, meine kurze Frage. Ist der YouTube-Stream stabil und alles? Ist die Qualität gut, wenn man zumindest auf 720p guckt? Weil ich kann es jetzt gerade nicht nachschauen. Fahre ja gerade. Weil dann denke ich darüber nach, vielleicht den Twitch-Stream dann dafür zu nehmen. Runterladen, schneiden, aber egal.
Wird ja dann so ein 4, 5, 4,5 Stunden Stream sein. Jetzt gleich noch eine Fahrt. Wir werden definitiv eine Fahrt noch machen, Freunde. Mit der einen Fahrt lasse ich mich jetzt, sagen wir mal, nicht. Ja, toll, Geschwindigkeitsübergrenze. Ist stabil, ja, stabil. Wie ein Schrank. Im Übrigen bemerkt, mein Kleiderschrank ist. Ja. Mal überlegen, wie ich den wieder stabil kriege, solange wie ich noch. Also ich überlege mir echt jetzt, also ich bin ja jetzt ja am Überlegen, mein Schlafzimmer ein bisschen umzuräumen. Einfach so die Lust dazu habe, nur mir fällt halt nicht ein, wo ich den ganzen Kram hinstelle. Ich brauche meinen Kappa wieder. Ja, mal gucken, ne? Sag ja, gewöhn dich nicht dran, hier Emojis zu haben oder so. Wer weiß, also ich bin ja wie gesagt erste Woche, ich kann ja schon mal so ein Fazit ziehen. Also von der ersten Woche jetzt auch noch auf YouTube, weil ich habe ja einmal im Oktober ja einmal Stream-Test gemacht auf YouTube. Das Problem war aber, ich habe ja nach 2, 3 Streaming-Tagen habe ich ja abgebrochen, weil ich habe es halt einfach nicht irgendwie hingekriegt. Und jetzt habe ich mich da ja ein bisschen mehr reingefuchst, auch mit Hilfe von Daniel. Ich bin schon wieder zu schnell, meine Fresse. War gleich nur noch 60, wenn es so weitergeht. Warte mal. Es gibt eine Doku, ich glaube 6-teilige Doku, in der nachzustellen sind generell aus Deutschland. Das ist eine Gefangenschaft, beziehungsweise besser Hausarrest über die Zeit, müsste ZDF-Doku sein. Müsste irgendwann in der Rotation halt laufen, ne, bei ZDF-Doku. Oder ZDF-Info, so muss man das ja sagen. ZDF-Doku gibt es ja nicht mehr. Obwohl man ZDF-Info eigentlich wirklich in ZDF-Doku umbenennen könnte. Oh, oh, oh. Aufpassen. Own Text and Drive war die. Namend. Seville, guten Abend. Das ist jetzt mal ein bisschen kurios, ne? Daniel im YouTube-Chat und Seville jetzt im Twitch-Chat. Obwohl es die Tage vorher umgekehrt war. Verwirrt, Freunde. Daran, dass ich Hunger habe. Oh, jetzt ist auch Daniel. Soll ich den YouTube-Chat abschalten? Nein, natürlich nicht. Ich weiß ja nicht. Es gibt ja, ich sag ja, zu dieser ganzen Geschichte, ja, stimmt, ZDF Mediathek kann man sich ja fast alles raussuchen. Fast alles, muss man wirklich sagen. Jetzt zum Speck, Kappa. Ja, Kappa. Was denn sonst? Was wollte ich sagen? Ja, genau, Fazit von einer Woche, YouTube und Twitch. Ihr habt ja jetzt ja bemerkt, also zumindest habe ich das jetzt so ein bisschen umgestellt, dass ja die Pausen zum Beispiel zwischen der News Show, also zwischen Update und Games Live oder Update und Gameboy Time und Update und der, also was immer nach Update dann kommt, abends ab 19:50 Uhr jetzt immer, das wird auch dann so sein, wenn dann der YouTube Stream nicht mehr ist, 5 Minuten. Weil ich habe es vorher auf 3 Minuten gemacht, weil es ja so Überlegungen gab, ja, mach doch weniger, weil sonst laufen die Zuschauer weg oder so. Weil die Sache ist die, ich kann halt nicht alles in hektischer Weise machen, weil dann dreht sich mein Magen und dann habe ich wieder das große Scheißen im Stream. Gott sei Dank nicht im Stream, sondern muss dafür den Stream kurz unterbrechen, das will ich halt nicht. Ne? Das ist halt die Sache. Andererseits ist es so, dass ich ja auch schon den Stream-Countdown wieder auf 15 Minuten gesetzt habe. Vorher war er ja bei 10 Minuten, jetzt ist er wieder bei 15 Minuten. Es liegt halt auch einfach daran, dass nämlich der YouTube-Chat ein bisschen warm werden muss. Sprich, vor allem der Bot muss warm werden. Das haben ich und Daniel uns ja jetzt ja, sagen wir mal, haben es ja bemerkt. Das haben wir ja ein bisschen auch überprüft. Ja, doch ein bisschen langsamer. Ich war auch noch auf den Standstreifen. Das, ne? Und einerseits ist es so, dass ich vor allem dann auch noch so gesagt habe, ach, hier kann ich 70 fahren. Warum sagt mir das niemand? Das Schild sagt es mir, ne? Was war's? Außerdem kann man auf YouTube keine Kanalpunkte für den Fortnite-Stream sammeln. Ah! Ihr wollt nicht Fortnite spielen sehen, ne? Bin ja beeindruckt von Lego Fortnite, bin ich ja ganz ehrlich. Sehen Sie sich, hallo? Kannst hier 70 fahren? Du kannst hier 70 fahren? Niemand. Ich fahr gerade nur 58. Personen umfahren? Soll ich die Personen umfahren? Ja, das ist wahrscheinlich hart wie Stein. Wahrscheinlich, wenn ich umgefahren hätte, hätte ich 20.000 Euro Strafe zahlen müssen. Auch Stein halt. Fertig. Das ist kein echter Mensch, das ist Stein. Er will uns Fortnite spielen sehen. Was heißt hier uns?
Er will mich Fortnite spielen sehen. Okay, Daniel, du hast dich auch bereit erklärt, ne? Das finde ich sehr toll. Das finde ich sehr nett von dir. Das ist immer diese Solidarität, die ich so ein bisschen im DerchoTV-Team vermisse, ne? Vielleicht kriege ich noch LED und noch Eiskeks dazu, aber glaube ich eher nicht. Bin eher... Gehe zu meinem Versprechen. Okay, gut. Ihr habt es hier gehört. Hier, exklusiv bei DerchoTV, werde ich wieder langsamer. Hier ist wieder irgendwie was, ne? Aber wir sind gleich da. 18 Kilometer noch. Ich bin gerade wirklich zu lang unterwegs gewesen. Aber, naja. Dann haben wir gestartet 20:15 und irgendwie sowas. Also 22:15, weil ich 10 Minuten Pause gemacht habe. Ne? Also bis viertel vor. Also, ja, dann hätten wir noch eine Fahrt mehr drin, ne? Eine Fahrt definitiv noch, aber eine kleine. Weiß auch schon wohin. Wenn es die Fahrt gibt, das ist halt noch die Frage. Haben wir schon vor 2 Jahren angeboten? Daniel, ich werde 35, das Kopf und so weiter. Ja. Sagen wir mal so, ich hatte die letzten 24 bis 36 Stunden. Aber mehr will ich da auch nicht eingehen, weil es zu privat ist. Bisschen Muffensausen vor gewissen Dingen. Ja. Das ist ja auch so bei der Demo jetzt gestern gewesen. Ich bin ja auf der Demo gewesen gestern. Ich habe mich ein bisschen falsch gefühlt, aber ich habe mich auch richtig gefühlt. Richtig vor allem, weil ich was Gutes tue. Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht auf solchen Anti-Recht, also wirklich auf Anti-AfD-Demos, Demos für Demokratie. Also ich habe da wirklich Omas gegen rechts gesehen, Opas gegen rechts, habe ich auch gesehen gestern am Freitag. Dann habe ich welchen von den Linken gesehen, also ich habe glaube ich keinen Sozialdemokraten gesehen, obwohl doch den Juso-Chef der Bielefeld, also von Bielefeld habe ich gesehen, zumindest auf der Bühne kurz, weil ich ahnen musste, ob es Chef oder Chefin war. Dann habe ich, dann war es das halt, und es wurde ja wirklich drum gebeten, das ist ja kein Witz, weil es ja eine Veranstaltung für alle sein sollte, dass die Partei, dass die Jugendverbände ihre die Flaggen, die Parteiflaggen wegzutun. Da waren welche von den Linken mit einer Flagge, mit dem alten Linken-Logo. Ich finde ja das neue Linken-Logo ja viel besser. Das sieht auch schick aus. Sieht auch moderner aus. Das alte, das ist ja jetzt nicht so. Na gut, man hat wahrscheinlich kein Geld für Neues, ne? Selbst linke Sozialisten scheitern daran, sich, ne? Kapitalismus. Ich würde grundsätzlich empfehlen, mit einer Gruppe hinzugehen. Naja, es wird halt generell halt auch gesagt, es gibt ja so gewisse Social Media Kanäle, die ja sowas empfehlen. Ich werde ja morgen ja wieder auf eine Demo gehen, diesmal in Detmold. Das ist ja wieder. Ne? Was hat das jetzt hier wieder? Aber wahrscheinlich bin ich hochgefahren. Kraft dazu. Werde ich ja wieder hingehen. Und ich wollte ja gestern mit einer Freundin hingehen, die hat ja kurzfristig abgesagt aus gesundheitlichen Gründen, was ich auch verstehen kann. Morgen werde ich wahrscheinlich so ein paar Genossen sehen, die ich kenne. Hoffe ich mal zumindest. So, wo muss ich hin? Ah, da, zu GNT. Germany's Next Topf. Wir sind fertig. Hieß es anfangs auch, keine Flaggen. Und was habe ich getan? Ich habe eine Flagge der Jesus getragen. Ja, stimmt, im Grunde genommen, das meinte ich ja, im Grunde genommen ist es egal. Es heißt halt auch, man kann alleine gehen. Ich habe mich halt auch mit ein paar, mich unterhalten, ne, was ich halt auch ziemlich cool fand. Ich habe ja auch bei Sprechchören mitgemacht. Egal. So, 929 Kilometer und es ist zufriedenstellend. Warum? Scheiße. Na gut, 7.600 Euro jetzt weniger, aber egal. Es sind noch über 50.000. So. Okay. Sagt sogar sehr gute Verbindung, guck mal. Fühle ich mir ein bisschen stolz. Ja, wegen dem Schaden. Ja, das ist mir bewusst. Das ist mir bewusst. Das ist mir bewusst. So, eine Fahrt würde ich noch machen. Guck mal, wohin jetzt. So.
Naja, ich habe mich am Ende ja auch nicht am Fehl am Platz gefühlt. Also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja Fotos vor allem für privat, also ich bin ja als Privatperson da gewesen. Ich habe ja weder gesagt, noch gehe ich als, also ich gehe als treuer deutscher Bürger hin und als Demokrat. Ne? Und morgen werde ich wahrscheinlich wohl als Sozialdemokrat hingehen, weil ich wahrscheinlich morgen noch welche aus meiner Partei, aus meinem Ortsverband sehen werde. Ich ja schon nächste Woche auch wieder sehen werde. Mal gucken, ob ich sie sehe. Zumindest einer hat das ja geteilt, was am Morgen 19 Uhr auch noch ist. So, muss ich mal ganz kurz gucken. Haben wir irgendwie was nach Bergen? Ich will nach Bergen. Was nach Trelleborg? Aber Trelleborg ist ein kompletter Weg. Ich will jetzt nicht hier bis 1:30 sitzen, ne? Oslo könnten wir machen. Wäre noch so gesehen. Mehr ist nicht? Dünaburg. Und donnerstags heißt sie Dönerburg, oder was? Havre? Nee. Havre wäre auch zu lang. Grimsby wäre auch interessant. Ich habe auch noch überlegt, eventuellerweise Großbritannien, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Bleib gern bis 1:30 da. Ich weiß nicht, ich will ja nicht so lange wieder machen. So lange habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Rostock ist eigentlich auch quasi ums Eck. Rostock, warte mal, was? 19.000. Rostock 31.000. Ja komm, Mama Rostock und dann Mama Feierabend. Okay, ja? Lass uns eine neue Route finden. Ja, aber man gehört ja zu diesen quasi, ne? Also das ist ja Schnutzpiep egal. Also ich verstehe mich selbst mit Linken, ne, die in der Partei sind, ne? Oder mit Piraten oder so, weil wir alles Demokraten sind. Also man sollte jetzt nicht irgendwie so den Zwang haben, oh, ich muss mich jetzt, weil das muss halt von selbst halt entstehen, dass man halt miteinander redet. Nicht, dass man dann immer sich so fühlen muss und so sagt, jetzt musst du mit jemandem reden. Nein, nein, nein. Man muss immer dran denken, man sollte und muss immer dran denken, es gibt immer Möglichkeiten, sowas zu machen, weil, ne, also sich immer zu verknüpfen und so weiter. Aber naja, ich schaue nebenher so ein wenig NFL, der Bums geht bis 2 Jahre. Das dachte ich mir. Das ist ja auch normal, das ist ja NFL bei RTL, da muss man sich dran gewöhnen. Ich überlege ja sogar, das ist ja kein Witz, aber das ist ja in 2-3 Wochen, ich glaube in 3-4 Wochen schon, ist ja der Super Bowl. Und ich habe ja überlegt, den mir mal wieder anzugucken. Aber überleg den ja sogar auch nochmal zum ersten Mal im Rudel gucken zu machen. Sprich, ich schmeiße einen Stream abends an. Also nachts. Ne? Das überlege ich ja wirklich. Ne? Also gut, dafür muss man ja auch Leute finden, die da eventuellerweise Interesse haben. Und die sich da auch mit auskennen, weil ich bin ja so gesehen NFL-Noob. Demnächst rechts abbiegen. Ist ja halt cool, dass das RTL mal macht. Gut, ich habe es auch cool gefunden, als Pro7Sat.1 gemacht hat. Da habe ich es ja auch geguckt. Biege nach rechts ab. Man merkt es, ne? Bei gewissen Stellen leckt es trotzdem noch. Eigentlich müsste ich noch tanken fahren, ne? Aber Rudel gucken bin ich fix dabei. Das dachte ich mir ja, ne? Wie gesagt, wer... Also ich überlege es mir halt noch. Ich muss halt mal gucken, wann das ist und auch, was ich da für Termine habe die Woche davor. Weil das ist immer, das ist leider immer so in letzter Minute bei mir in letzter Zeit. Weil ich nämlich ein bisschen so, was Privatleben angeht, ein bisschen flexibler sein möchte oder sein muss. Was dann noch meine anderen Pflichten angeht. Das Hobby zum Beispiel. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, am Montag muss ich irgendwo hin, muss dafür den Montagsstream dann sausen lassen oder so. Dann auf einmal, keine Ahnung, ne? Sitze ich dann da, mache, ne? Wenn es dann irgendwie vormittags ist oder so, dann ist es halt auch scheiße, ne? Dann heißt es ja gut, ich brauche den Schlaf. Einmal habe ich mir ja den Super Bowl angeguckt, da kann ich mich dran erinnern. Ich da nämlich damals immer so bei Netto mir so einen Eimer geholt, also so einen Behälter, so einen normalen Behälter mit Chicken Wings und ich glaube, das werde ich auch wieder machen.
ich mir dann auch Chicken Wings hole. Zum Losfahren. Chicken Wings, Chicken Wings. Ja. So. Geht doch immer nur ums Saufen. Nee, das ist beim Fußball. Bei NFL geht es eher ums Essen. Und um die Werbung. Ich habe mir auch ja die German Games hier angeguckt. Ne? Also ich fand das ja sehr, sehr beeindruckend. Das hat mich wirklich in den Bann gezogen. Also klar kann ich verstehen, dass man so nicht den Fußball aufziehen möchte. Ich würde auch sagen, oh Gott, bloß nicht. Nein. Ne? Das ist natürlich klar. Aber ich würde es mir wünschen, ich muss gerade mal gucken, kann ich eine Tankstelle? Ja, es geht um die Tankstelle. Oh, mehr, mehr kann ich nicht. Obwohl, ich kann auch in kann es hier tanken. Kilometer wären das. Blö. Schön, wenn ich es da nicht hinsetzen kann, ne? Wären es 335 Kilometer. Wie viel Saft hat mein Truck noch? Ah, ich muss hier tanken. Es fehlen 15 Kilometer. Ne, den schieb ich da nicht bis hin. NFL ist mehr mein RTL. Daniel, mal so eine allgemeine Frage. Hast du dir die NFL-Berichterstattung bei RTL überhaupt angeguckt oder geschweige bei Nitro? Ne? Also wie gesagt, wenn du das mit dem Superbowl machst, kann ich dir da so, kein Problem. Was ist eigentlich die Faszination an hier beliebige Sportarten einsetzen? Seville, ich kann dir eine flexible Antwort geben. Ja! Mal was zu trinken. So. Ja, denkt dran, im Sommer gibt es ja auch wieder Rudelgucken zur Fußball-EM, ne? Und die Sache ist die, ich habe halt auch überlegt, ein Rudelgucken zur Handball-EM zu machen. Die Sache ist die, mal liefen die Spiele halt nicht, wenn ich streame. Und jetzt eigentlich schon, aber dann kurzfristig, da habe ich gesagt, nee, kurzfristig will ich nicht. Weil es stand halt auch schon gestern oder vorgestern sogar auf dem Programm Rudel gucken, Schalke gegen Hamburg. Gut, dass ich es mir erspart habe. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. So, ich muss jetzt definitiv dann trotzdem einmal ein bisschen rumfahren. Ich verstehe es nicht. So, einmal rumfahren muss ich. Geht nicht anders. Obwohl, ich kann es komplett anders machen. Moment. Doch, komm. Kommt da was? Nein. Kommt. Ah, alles gut. Faszination an beliebige Aktivität einfügen. Daniel, nein. Ja, das überlasse ich euch mal, ne? Ich konzentriere mich aufs Fahren. Ich soll ja nicht während des Fahrens lesen, ne? Am Kreisverkehr zwingt der Ausfahrt nehmen. Ja, war gut. Jetzt muss ich sagen, Chapeau. Komm, Petro, Chapeau. Nimm diese Ausfahrt. Ja, gut. Ich bringe ja auch manchmal wie eine schlecht belegte Pizza, ja. Immer geradeaus und dann links abbiegen. Ja, eigentlich, warte mal, ihr kennt doch hier den Johnny von oh, wie heißt dein Kanal nochmal hier mit dem Grillen? Wie heißt der nochmal? Der heißt ja da Johnny, ne? Wie heißt der nochmal? Bei den Rocket Beans hat man den auch früher immer im Programm gesehen, als sie noch den 24-7-Stream hatten. Wie hieß der Kanal nochmal? Grillshow! Die Grillshow. Habt ihr gesehen, wenn wir schon gerade von Pizza reden, diesen Pizzakuchen mit drei verschiedenen Pizzen, Pizzateig? Ich werde versuchen, den mal zu machen, ohne Witz. Mit drei verschiedene Pizzen kaufen, den Pizzateig machen, Pizzateig kaufen und dann das wirklich auch nochmal probieren. Das ist ganz genau. Das hat mir Error mal die Tage geschickt. Ich habe das Video schon ein bisschen davor gesehen. Cooking Stream Incoming. Ja, das dauert noch ein bisschen. Eigentlich wollte der Herr Wupperwiesel gerne mitmachen beim Kochstream.
Also ich würde mir echt wünschen, dass der Kochstream in diesem Jahr jetzt endlich realisiert wird, weil ich habe da echt hart Bock drauf, den Kochstream echt zu machen. Ja, Johnny Grillmeister, genau. Ja. Ich fand ja immer so seine so, oh, er hat immer dann so, oh ja, und so, da denke ich mir, wenn du nicht das Video guckst, guckst du dir gerade ein Porno an oder guckst du dir was zu essen an, ne? Eins von beiden. Aber ich fand wirklich diese Pizzatorte oder was das auch immer war, ne? Richtig gut. Richtig gut. Will ich mal nachmachen. Aber wie gesagt, das dann auch in so einem Kochstream zu machen, die Grillshow ist nicht meins. Naja, ich hab ja auch auf YouTube so ein paar Grillkanäle ja auch abonniert. Auch ja einen aus meiner alten Heimat. Grüße gehen raus an Westmünsterland Barbecue, an den Rolf. Er kennt mich nicht. Aber ich habe ihn leider erst vor 5 Jahren entdeckt, als ich ausgezogen bin. Das finde ich ein bisschen schade. Ne, hätte ich ihn so 1-2 Jahre da vor meinem Auszug halt entdeckt, ne, ich hätte mal so gefragt, hey, ich mache auch YouTube, vielleicht Bock, Kooperation und so, vielleicht kann man das mal live machen. Bei mir auf meinem Twitch-Kanal. Nein, Wadi muss den erst danach entdecken. Biege nach links ab. Sowieso scheiße fand. Aber naja, ich gucke ihn ja ab und zu mal noch. Sich Wadi den Kochstream vorstellt, Wuppi und ich kochen und essen dann. Der Kochstream verlaufen wird, Wuppi kocht und isst, Wadi schaut zu. Es wird so laufen, natürlich. Du nimmst schon alles vorweg, Don Pedro. Psst. Nee. Also ich würde wirklich gern dieses Jahr diesen Kochstream endlich gerne realisieren. Weil ich habe da so hart Bock drauf, bevor dann irgendwann der Hype ums Kochen auf Twitch irgendwann wirklich verfliegt. Ich glaube, der wird noch lange nicht verfliegen. Also es gab ja mal so einen großen Hype darum. Ne? Immer geradeaus. Es gab ja diesen Hype auf Twitch ja sogar mit hier, dass du dabei isst. Biege nach rechts ab. Weiß gar nicht, wie hieß das? Just Eating oder wie hieß das nochmal? I don't know. Weiß es gar nicht mehr. Wie hieß das nochmal? War auch Barbecue-Creator, aber Johnny Grillmeister ist nicht. Da muss jeder halt gefallen, wie es ist, ne? Guck halt auch nicht alles irgendwie von der Grillshow. Da ist mir jetzt halt das mit der Pizza aufgefallen, wo ich so gesagt habe, ja, das kann man auch machen. Oh, wie hieß das nochmal? Da haben die Rocket Beans ja sogar daraus eine Sendung gemacht. Social Eating, so war das, genau. Das war eigentlich auch schon raus, ne? Glaube ich, hat auch schon, glaube ich, auf Twitch keine eigene Kategorie mehr, ne? Rechts abbiegen. Brauchen eine Sendung namens Kochen mit Wadi. Das wird nicht so heißen. Ich habe ja schon länger überlegt, ja, dieser Kochstream, der schwirrt mir ja schon seit 2 Jahren, wird er mir ja im Kopf. Und ich habe ja überlegt, dass das Ding ja wirklich Dercho TV Kochstudio zu nennen. Weil Kochen mit Wadi klingt halt immer so, ja, da muss Wadi dabei sein. Nein. Ne? Also deswegen habe ich mir überlegt, ja gut, Dercho TV Kochstudio, man bringt mich halt immer mit Dercho TV in Verbindung. Aber dennoch, ich bin echt dafür, ich werde es auch Dercho TV Kochstudio nennen. Update Küche, genau. Wir machen jetzt erstmal kurz mal Update Kacken. Ne? Also wir machen erstmal Update Vorspeise, dann Update Hauptgang, dann Update Nachtisch und danach gibt es Update Kacken, oder was? Ja, so einen Namen dafür will ich nicht brauchen. Dann mache ich das ja wie, weißt du, welcher Sender hat das mal gemacht? Hat da so entsprechend alles mit missbraucht? Oder ich ein Update? Nein, keine Ahnung, weiß ich schon gar nicht mehr. Sowas. Hals. 3 Stunden 15. Route neu berechnen. Date Food. Verlangt ja, weiß das ich was noch von mir. So. Ah, so ist an. War auch so ein bisschen trist aus, ne? Sieht so aus, als ich damals wann war das? Im November, in der Nordsee war. Campen und so. An? Ich weiß nicht, ob ich Licht an habe oder nicht. Jetzt habe ich Licht an. Meine Güte. Wenn sich das Kochstudio durchsetzt? Ja, keine Ahnung. Das soll ja jetzt erstmal so sein. Ich habe es ja schon lange überlegt. Es gab auch mal ein Logo, aber es gab halt nie einen Termin. Ich würde es halt weiterhin halt auch das Dercho TV Kochstudio nennen.
Ne? Oder irgendwas Spezielles, so wie es bei Lava-Lichter lecker ist, ne? Keine Ahnung, kann man halt nichts machen. Wadi schmeckt lecker, keine Ahnung. Deswegen bleibe ich bei der TV Kochstudio. Vor allem die Rocket Beans haben mit einem Löffelmesser-Gäbel perfekten Namen gefunden. Na gut, das ist kein Kochstudio, aber da probiert Colin Gäbel halt was aus, ne? Und Gabel liegt halt nah. Ne? Also, will nichts sagen. Deswegen der Echo TV Kochstudio finde ich besser. Lichter lecker, Wuppi war die Wecker. Ah ne, das passt ja auch nicht. Hier wäre ja auch noch eine Tankstelle gewesen, ne? Ah, egal. Biege nach links. Ich hab ja schon mit. Das ist sie. Da hätte ich einmal rumfahren können, ne? Ach, Kruzifix. Ne? Die Fahrt machen wir noch und dann machen wir Schluss für heute. Ich habe ja gesagt, das wird länger als... Es geht sogar länger als 23.30 Uhr, wird sogar länger als 0 Uhr gehen, ne? Wer hätte das gedacht? Wadi und Wuppi, genau. Wadi, Wuppi, Wecker. Das wär's noch. So. Auf dem Weg nach Rostock zur RT-Lok mit 9 Tonnen voller Autos. Insgesamt also 6 Stück. Tatsache. Letzte Waldemal. Der ist Waldemal. Oh, ja. Auch nicht schlecht. Das müsste dann unter dem Motto dann stehen, so als letzte Ausgabe des Dercho TV Kochstudios. Wollte ich gerade schreiben, bei der Tanke hättest du die Strecke rundherum mitnehmen können. Ja, habe ich nicht dran gedacht, ich Trottel. Na egal, beim nächsten Mal. Touché. So. Erst jetzt noch hier die gut 9 Stunden fahren, zumindest eben hier. 2.22 Uhr nachts wären wir da. Mitteleuropäischer Sommerzeit, ihr habt ja bemerkt, ich habe das ja so eingestellt, dass es ja eigentlich immer die andere Zeitzone ja sein soll. Das Lustige ist, mitteleuropäische Sommerzeit, obwohl wir ja jetzt in Wirklichkeit ja die normale Sommerzeit, also die normale Sommerzeit, ich bin auch so die normale Sommerzeit, also die mitteleuropäische Zeit haben, ne? Winterzeit, so heißt ja, oder mitteleuropäische Zeit, MEZ, ne? Hier ist halt MESZ. Naja, wer weiß, wann das mal hier durchgedrückt wird im EU-Parlament, ich glaube nie im Leben. Brain Exe has stopped working. No. Und so viele Fehlermeldungen. Dun. Ja. Fällt das gerade nicht, deswegen gehe ich mal in die Eisen. Da nehme ich keine Lust drauf, so schnell runter zu rasen. 404, genau, 404, Brain Exe has stopped. Ja. Ist jetzt eigentlich noch so quasi auf noch für YouTube gelten muss, ist halt auch so automatisch das mit dem Nightbot. Ich werde wahrscheinlich aber auch, das daran gewöhnt euch mal so langsam, wahrscheinlich den Nightbot sogar für Twitch ausprobieren. Ja? Da mal ein bisschen was zu machen. Weil ich glaube, ich benutze ja für Twitch Mobot und Stream Elements. Stream Elements ja alleine um die ganzen Commands und so weiter ja automatisch laufen zu lassen, je nach angegebener Dingens. Ja, das habe ich schon zu Beginn gesagt, Daniel, da warst du noch gar nicht da. Und ich habe ja noch in der 10, also eigentlich war ja ursprünglich sogar ja nur eine 5-Minuten-Pause geplant zwischen Pokémon Karmesin und ETS 2, aber daraus habe ich da eine doppelte Pausezeit gemacht, sprich 10 Minuten, habe Update währenddessen hochgeladen, es hat wirklich genau 9,5 Minuten gedauert, also ich habe ja während der ersten 1,5 Stunden Pokémon Karmesin ja geschafft, es hochzuladen und habe ja dann
geradeaus. Und habe ja dann in der 10-minütigen Pause dann die Timesteps reingeschrieben, also aufgeschrieben gemacht. Deswegen eher halt 10 Minuten lang in der Rotation diese Clip-Compilation gesehen hat. Bin ja für nur noch innerdeutsche Tour. Naja, sagen wir es mal so. Jetzt ist gleich Mitternacht, ne? Und das ist sowieso die letzte Strecke. Ich meine, es soll ja sowieso auch mal wieder demnächst mal wieder mal 3 Stunden ETS 2 geben oder so. Nur innerdeutsche Strecken ist auch langweilig. Also es müsste mal mindestens... Es müsste eigentlich für 3 Strecken pro Stream immer reichen oder 3 Stunden pro Session. Apropos, wenn ihr euch die DLCs von ETS 2 euch gerne für günstiger Geld holen wollt, da ist gerade auf Twitch der MMOGA-Code aufgeploppt. Beziehungsweise der Link dazu, mmoga.de/derchotv, und da könnt ihr dann entsprechend dann einerseits für einen Geldbeutel was Gutes tun, andererseits aber für derchotv was Gutes tun, ne? Ja, aber den hatten wir schon mal, das waren dann glaube ich 13 Stunden, die ich live war. Ich weiß ja nicht, ob wir das ja wieder mal hinkriegen, 12 Stunden ETS 2 Stream. Ich weiß ja nicht, ob das Interesse überhaupt ja noch besteht, weil viele wollen ja jetzt nicht unbedingt oder fahren halt auch nicht mehr. Ne? Ich habe mir ja selbst sogar ja mal gesagt, ich habe ja auch mal wieder Bock auf einen 12 Stunden Sims 4 Stream oder Sims Stream. Ich habe ja 2, 3 und 4 habe ich ja auf dem Rechner. Ne? Also Sims übergreifend, sprich 2, 3 und 4. Ne? Überlege ich mir halt gerade, ob man das mal machen kann. Ich müsste halt nur wieder Sims 2 gescheit wieder zum Laufen bringen. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Moment. Echo Big Brother will. Nicht wieder Big Brother Edition Sims. Ich würde halt ganz normal spielen. Erinnere dich, was beim letzten Mal passiert ist, Daniel. Wenn sich das wiederholt, richte den Hals um. Ja? Da hat ja jemand mit Zwang versucht, ja, dass sein Sim gewinnt. Ganz kurz mal erwähnen. Ja. Vielleicht mache ich das nochmal, mal gucken. Diesmal nicht, ja, würde ich doch hoffen. Immer geradeaus. Ein bisschen langsamer fahren, nicht jetzt, aber gut, es kommt. So. Fahren wir jetzt einfach mal 77, 78 Stundenkilometer, das passt. Nicht unbedingt immer 100 sein. Muss nicht immer 100 sein. So. KW ist gescheit, hält an. Was sowieso da noch ein Reifen. So, bedenke, das ist ja jetzt so kein Sim mehr. Wieso? Ich habe deinen Sim noch. Müsste ich, glaube ich, noch haben sogar. Ich weiß es nicht. Den habe ich mir ja eingespeichert auf meinem Account. Deinen Sim müsste ich sogar noch haben. Wenn nicht, erstellst du neu. Aussetzer. Gibt's nicht. Müsste ich echt mal irgendwie... Truckers MP? Ja, ich weiß nicht. Truckers MP? Ja, es fehlt dann halt hier so der Verkehr, ne? Das ist halt das, was mich ja, also jetzt, wo es ja diese Konvoi-Funktionen gibt, ne, würde ich es ja gerne machen. Aber das Problem ist halt, dass ich halt diese 12 Stunden zum Beispiel Konvoi nicht machen kann, weil ich dann eher das Gefühl habe, eventuell könnte der Stream darunter leiden oder sogar halt auch der Rechner. Der leidet so oder so, wenn ETS immer läuft, das weiß ich. Aber ich meine ja nur, dass ja vor allem dann auch wegen meiner Internetverbindung halt nicht den Konvoi hosten kann. Ja. Könnte natürlich dann immer jemand anderes machen, aber na gut, Truckers MP wäre dann halt so die... Ich habe mir ja Truckers MP jetzt ja letztes Wochenende wieder geholt, bin da halt nur noch nicht mehr drauf gewesen. Ja, jetzt auch, glaube ich, schon seit über einem Jahr oder sogar 1,5 Jahre nicht mehr drauf gewesen. Schon lange her.
Nein, würde ich sagen. Also ich habe gerade geguckt, also ich habe gerade aktuell, falls du es nicht mitkriegst, Daniel, hatte ich gerade irgendwelche Soundprobleme oder sowas. Jetzt gerade läuft eigentlich alles wie am Schnürchen, auch selbst OBS macht keine Faxen, weil normalerweise bei OBS ist es nämlich so, dass normalerweise dann bei mir der Audiomixer, die Leiste des Audiomixers ein bisschen am Stottern ist. Aber trotzdem alles normal läuft. Also ich habe mir das ja angeguckt und so. Ich mache ja auch keine Aufnahme nebenbei. Ich überlege mir jetzt halt für ETS 2 halt, wenn ich das immer spiele, halt die Twitch-Aufnahme zu nehmen. Da muss nur halt dann hoffen, dass da entsprechend nichts, sagen wir mal, stumm geschaltet wird. Bei YouTube muss ich mir so oder so keine Gedanken machen. Ja, bei Need for Speed Underground 2 ist das was anderes, Daniel. Das Spiel ist über... Ich glaube, das Spiel hat schon 20 Jahre auf dem Buckel. Und das ist ein Windows 10-Rechner. Ne? Und du musst halt verstehen, Need for Speed Underground 2 ist für Windows XP gemacht worden. Auf Windows 7 würde er sogar noch laufen, aufs Vista selbst noch. Ne? Aber Windows 10, selbst Windows 11 nicht mehr so richtig. Deswegen ich ja immer noch EA drum bitte, verfickte Scheiße nochmal, macht ein Remake von Underground 2. Oder ein Remaster von mir aus. Mit neuen Autos. 5 Euro. Das Lachen. SCS-Software hat für ETS 2 das Spiel eben im Laufenden gehalten und höhere Specs des PCs empfohlen. Nein! Ernsthaft? Höhere Specs? Ja, das muss ich mir dann mal später mal angucken. Boah. Es läuft ja halt ganz normal. Wenn ich jetzt nicht streamen würde, würde es auch ganz normal laufen. Seit 1.4.1 schon. Toll. Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Wann kam 1.4.1 nochmal raus? Ihr seht, wie viele Dinge ich halt im Kopf habe. Da vergesse ich manchmal. Mit 35, Mann. Das ist keine Ausrede mehr. Ja, er scheint es zu packen, aber sagen wir es mal so. Wenn da jetzt nicht so ein bisschen Hilfe wäre, wie zum Beispiel noch eine zusätzliche Kältequelle, dann würde mein Rechner hier jetzt gerade qualmen. Ja? Also ich habe ja gerade mal geguckt, ich würde mal so sagen, mit OBS ist alles stabil. Ja? Aber auf Dauer geht das halt nicht. Also deswegen, ich würde gerne wieder einen 12-Stunden-Stream machen, aber da muss ich auch wirklich sagen, aber mit Pausen. Ja? Ja, wird es, glaube ich, auch aushalten, klar, so wie ich die Einstellung ja auch gemacht habe, ne? Also ich glaube auch, ich spiele jetzt auch nicht geradewegs mit den besten Einstellungen. Das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Und ihr wisst ja, ich und gute Rechner, das ist genauso wie wenn ich und Millionär, ne? Das ist halt. Holen wir den. Jetzt haben wir noch 5 Stunden, haben wir noch auf der Uhr hier. Wahrscheinlich so halbe Stunde noch. Halbe Stunde noch. War das nicht die Brücke? Ich glaube, das war eher eine andere Brücke, ne? Ne, wir sind ja jetzt ja in Dänemark. Ich meine ja die Brücke, die Dänemark und Schweden verbindet. Die ist ja jetzt so, glaube ich, 24, 25 Jahre alt. Das muss so in dem Dreh herum sein. Aber läuft ja alles ganz normal, also... Juli 21 released. Ende 23. Mitte, Ende 23. Also erst vor kurzem. Naja, dann kann es halt wahrscheinlich möglich sein, dass dadurch halt jetzt wahrscheinlich die... Ja, ich glaube aber eher nicht. Du und High-End-PC ist wie deine Journalismus-Karriere, nur virtuell vorhanden. Wow. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan, Daniel, ne? Das hat jetzt echt, glaube ich, ein ganz bisschen wehgetan. Balkan-DLC kam ja auch irgendwann noch raus, ne? Mal schön auf den MMOGA-Link, damit ich ihn mir holen kann. Ja, auch noch das Sims 4 DLC mit den Mieten holen, ne? Eigentlich habe ich geplant. Wieder zu schnell, ne? Wird nicht so schnell sein. Bisschen hat es jetzt echt wehgetan, Daniel. Also ich meine jetzt wirklich ernst. Ja.
Mehr live. Deines Verzeihung, ich meine meine journalistische Karriere ist auch nicht vorhanden. Ich wollte den Mund nicht zu voll nehmen. Ja, das stimmt. Auch wenn du wieder, sagen wir mal, gute Laune hast, ne? Sag ja, ich kann halt verstehen, wie du dich heute gefühlt hast, als du im KZ Buchenwald warst. Kann ich verstehen, aber, ne? Alles gut, Daniel. Ja? Wegen den Wettereffekten, ne? Ja gut, die habe ich ja wie immer jetzt mal runtergestellt. Also hier wird es bei mir selten regnen, ne? Muss ich auch nochmal klarstellen. Es wird bei mir hier bei ETS 2 selten regnen. Vor allem habe ich ja auch gewisse, wie gesagt, Einstellungen halt fast komplett runtergesehen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar noch weiter runtergehen kann, damit es halt nicht so ekelhaft aussieht. Aber meine, so wie ich jetzt gerade aktuell spiele, ist es auch. Du noch da? Ja, ich bin noch da. Problem ist halt, ich habe jetzt das Spiel gewechselt und es hat doch etwas länger gedauert, als ich es mir gedacht habe, Chai. Aber schön, dass du noch da bist. Oder wieder da bist. Wie war denn dein Stream, Chai? Wie weit bist du in Pokémon gekommen, ohne meine Spoiler? Ich habe ja gestern ja der Chai zugeguckt, wie sie ja Pokémon Let's Go Evoli gespielt hat. Ich habe ja Let's Go Pikachu ja durch. Ne? Durch in dem Sinne, dass ich auch Mewtwo gefangen habe. Glaube ich noch. Doch, ich habe es gefangen. Ich kann eigentlich nachgucken, aber Pokémon Bank, Mensch. Erika und Cisco angefangen. Gut. Sehr gut. Überarbeitet, davor war es 13 Jahre gleich, Alter. Dass man erstmal 13 Jahre später darauf kommt, erstmal alles zu machen, ne? Also ich meine, ich hatte ja auch hier, glaube ich, im Spiel sogar mal Gewitter und alles, ne? Also wie gesagt, ich habe es sehr weit runtergestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier regnet, aber es gibt es hier noch, ne? Also ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich noch auf dem Laptop sogar gestreamt habe, da hat es ja Leck des Todes, als ja wirklich hier es so richtig am Schütten war. Jetzt geht es ja so einigermaßen. Das klingt ja gut, Erika und Silvescope. Das ist ja, das vierte Orden ist ja quasi Halbzeit. Er wollte die eigentlich fertig machen, aber mein Essen ist da. Also bei und gute Nacht. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, guten Hunger. Und dir dann, ja, einen schönen Sonntag gewünscht. Ne? Ja, jetzt ja noch so eine Viertelstunde hoffentlich noch live. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, ihr scheiß Buletten, also wenn ihr seht, dass da ein LKW überholen will. Oh. Buletten, ey. Buletten. Ich habe mir jetzt ja Hähnchenkeulen wieder gekauft. Ich werde mir jetzt nächste Woche wieder Hähnchenschenkel machen. Schon drauf. Morgen mache ich mir schön lecker Spaghetti Bolognese und dabei werde ich mir die erste und letzte Folge vom Pokémon-Anime mit Ash angucken. Bisschen schneller werden? Danke. Ja, 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 15 Kilometer Überschreitung. Ah, hier ist ohne, Gott sei Dank, Autopress. Pass. Autopress, Autopass ist doch scheißegal. 234 Euro. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwie 600-700 Euro liegen gelassen in Dänemark. Immer noch in Dänemark. Ich werde auch noch in Dänemark bleiben. Von da aus ja dann nach Rostock fahren. 100 Kilometer haben wir noch. Kommen um kurz vor 2 morgens an. Ich hoffe jetzt auch nicht in real, weil wir haben es jetzt schon 0.13 Uhr. Und für eine halbe Stunde schon Schluss machen. Also der Führerschein ist schon lang reif für Flensburg. Was für ein Führerschein? Ist er auch wie meine journalistische Karriere virtuell vorhanden? So oft wie ich ETS 2 in letzter Zeit spiele. Eine Sache könnte ich im Übrigen machen. Erstmal abbremsen. So, nicht wundern, das war das Kabel meines Handys. Schon wieder auf 100% ist. Hast du jetzt nicht gesagt, doch. Will ich gemerkt haben.
Ich wollte gerade am Ende Habibi lesen. Hast du nicht gemerkt, Habibi? Bitte rechts halten. Hast du gehört, Habibi? Ich habe mir das gemerkt, Habibi. Nicht mittig werden, ich fällt mir gerade auch rein. 2 Stunden. Entschuldigung. So. Nimm die Ausfahrt rechts. Nicht so langsam wirken. Ich sollte jetzt hier aber auch aufpassen, Mensch. Bibi sagt nur kurz zu Netanyahu. Bibi! Machst du wieder Krieg? Letten werft doch der Derche in den Knast. Das ist doch kein Führerschein. Es ist... Sei froh, Daniel, dass du einen Mod-Status hast, ne? Weil sonst würde der Automod sofort reagieren. Der sogar ja Hund sperrt. Oh, guck mal, der Tesla ist so nett und lässt mich durch. Selten gibt es so nette Tesla-Fahrer. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab einen Scheißdreck gesehen. Der Hund. Ja, guck mal, so, du Hund, siehst du, so macht er das nicht, ne? Aber in der Umfrage sagt dann Twitch nein. Logik, Twitch-Logik. Typische Twitch-Logik. Ich muss um 0.30 Uhr aufhören, weil gleich wird mein Dashboard auf meinem Stream Deck gleich schwarz-weiß. Ich glaube, das müsste ich mal fürs Wochenende dennoch abstellen. Das Wort Hund verwenden? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es bei mir nicht mehr auf der Liste. Ich weiß es nicht. Also zumindest geht das ja über die Chat, also über die Umfragefunktion nicht. Nein. Ich kann es ja lesen, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass ich der Broadcaster bin, ne? Dann müssten es aber auch lesen können. Mal hier jetzt mal ein bisschen schneller, weil ich würde jetzt doch gern Feierabend machen. Viertel nach 12. Und den 21. Januar. Stundenkilometer. Erinnerst du dich an die magische Miesenmuschel? Ja, erinnere ich mich. Also ich spiele gerade Grapple Dog. Ein Spiel über einen Hund mit einem Enterhaken. Ist durchgegangen? Ja, ist durchgegangen. Ich verstehe. Naja, pro 100 Kilometer sind es ja circa 10 Minuten. Ja. Ist schon. Muss ja noch bedenken, ich muss ja noch einmal mit der Fähre rüber. Das sind dann auch nochmal ganz schnell 2 Sekunden. Also... das Wort nicht mehr drauf. Juhu. Ja, genau. Könnt ihr so oft Hund schreiben, wie ihr wollt. Nur ich kann das halt im... Wenn ich halt eine Twitch-Umfrage mache, kann ich das nicht machen. Die vorletzte Woche Sonntag, wo ich schreiben wollte, Hund ja oder nein, und dann hieß es, nein, darfst du nicht. Das erlaube ich dir nicht. Ich bin nämlich Twitch. Keine Umfrage am Handy möglich. Ja, so. Ist doch egal. Würde, glaube ich, so oder so nicht gehen, Daniel. Würde, glaube ich, so oder so nicht gehen. Ich habe heute im Übrigen ein sehr interessantes Video von Herrn Max Schradin, den vielleicht der ein oder andere ja auf Twitch als, als Streamer ja bekannt ist und früher ja als Moderator von 9 Live, habe ich heute bei mir im Discord gepostet, und zwar nicht zum Thema 9 Live. Der hat da mal wirklich Real Talk gemacht, indem er gesagt hat, wie viel 9 Live so an Telefonanrufern mal verdient hat. Was ich ja auch sehr interessant fand. Ich fand ja sowieso dieses Konstrukt 9 Live so oder so interessant. Hab mir eigentlich mal eines Tages mal gewünscht, da mal echt zu arbeiten. Das ist kein Witz. Also nicht Leute Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern halt einfach da zu stehen. Und dann halt einfach Leuten zu sagen, wir suchen ein Wort mit H. Wir suchen ein Wort mit H, Leute. Ja? Und hat er dann auch wirklich so erzählt, so wie viel man so pro Stunde verdient hat und alles und so weiter. Und
dass es Budget gab und etc. pp. Und so weiter. Und dass die Moderatoren ja zu... Er hat ja auch nochmal so den Hot Button erklärt und wann so der Peak wäre, wenn man zuschlägt und so. Ja, was ja dann ja auch immer diskutiert wurde, was ja dann ja auch irgendwann rauskam und so weiter. Und die Regeln ja verschärft wurden. Oder sagen wir mal verwässert wurden, weil es 9 Live und Co. selbst ja machen durften. Ich glaube, heute würden es die Landesmedienanstalten anders machen. Aber ich glaube, selbst heute wird es Call-In in der Form wie 9 Live früher vor 15 Jahren oder so nicht. Fand aber wirklich dieses Video sehr interessant. Also ich habe es auf dem DERCHO-TV-Discord im Talk reingepostet. Wer sich es gerne angucken will, soll es gerne machen. Ne? Also kann der Schreining gerne mal öfters machen, ne? Solche Videos. Hätte ich kein Problem. Ich würde auch gerne mal mit ihm mal so offen, ehrlich in so einem Talk hier auf seinem Kanal oder auf meinem Kanal, keine Ahnung. Gut, ich würde es gerne auf meinem Kanal machen, da kriege ich auch ein bisschen Push. Würde ich gerne mal so einen Talk machen, so mal halt mal über 9 Live nochmal reden, so über diese Zeit, so, weil mich würde es halt einfach interessieren, weil einerseits, ich durfte damals ja nicht anrufen, als ich anrufen durfte, gab es den Bums ja nicht mehr, gut, ich war dann schon 18, aber habe da nie angerufen, an 9 Live haben wir hirnlose Gewinnspiele, du Daniel, die gab es schon vorher, The Godfather, ohne Witz, The Godfather of Call-In, das war Salvatore, Gott hab ihn selig, der ist ja schon seit, ich glaube, schon 15 Jahren tot. Der hat ja angefangen damals bei RTL als Pausenfüller. Und hat ja damals ja auch um 50 Mark gespielt und alles Mögliche. Ne? Damals, ne, mit seinen Nüssen, wo ist sie rot, gelb, blau, ne, wo muss sie gucken und so weiter. Er hat ja damit angefangen. Und dann gab es ja lange Zeit halt wirklich ja diese Gewinnspiele halt nur. Ne? So, wie lautet, keine Ahnung, der zweite Buchstabe von dem Wort Bär. Ne? Wow. Oh, ich komme da nicht durch. Okay. Ja, oder das halt. Ja, das sind keine Gewinnspiele. Das ist halt einfach ab. Das finde ich, das zum Beispiel finde ich, ist eine Abzocke. Ne? Weil klar ist natürlich erstmal, ich muss erstmal hier das Problem lösen, weil ich nämlich nicht drauf geachtet habe. Ich habe, glaube ich, ein Auto zerstört. Ja, ich halte es Maul. ich muss mal ganz kurz umdrehen und schauen, wie ich hier hinfahren kann. Aber ich weiß auch schon, wie. Nämlich hier lang. So. Ja, nee. Das Ende von 9 Live ist halt einfach gekommen, weil die Leute bemerkt haben, dass sie wussten, ich werde hier über den Tisch gezogen. Ne? Das ist ja halt der Grund, weil vor allem als ja 9 Live 2011 hatte ja vor allem Zuschauer halt in dem Bereich, die halt sich so nicht so richtig diese, die hatten ja zum Jahreswechsel 2010, 2011 sich ja aus dem analogen Satellitenempfang ja sich verabschiedet, ein Jahr bevor ja überhaupt das analoge Satellitenfernsehen in Deutschland abgeschaltet wurden, und das war eigentlich schon der Genickbruch von 9 Live. Hätten die das, sagen wir mal, wirklich dann gemacht, wenn auch wirklich das analoge Fernsehen in Deutschland, also Satellitenfernsehen, abgeschaltet worden wäre, dann hätten sie wahrscheinlich noch ein Jahr überlebt und hätten wahrscheinlich groß ihren 10. Geburtstag gefeiert. Aber der Grund war das, und der Grund war natürlich den Kaugummiautomaten im Wert von 500.000 Euro. Was kann der Gewinner von Schlag den Kopf gewinnen? 50.000 Euro oder ein Kaugummiautomaten? Ja. Das ist, wie gesagt, alles nach 9 Live gekommen. Oder auch bei Punkt 12, ne, diese Gewinnspiele, ne? Mal darauf hinweisen. Das sind auch ziemlich kurios. Wenn der Jackpot bei 150.000 Euro ist. Ne? Aber naja, halt typisch RTL. Aber ich fand halt diese Zeit halt auch sehr interessant. Muss ich ehrlich zugeben. Würde ich halt mal gerne einfach mal mit einem neuen Live-Moderator mal reden. Wie gesagt, Max Schradin ist ja auf Twitch ziemlich bekannt. Ne? Regularien wurden nach 9 Live gemacht, weil die Gewinnspielrichtlinien verschärft wurden. Ja, aber ich habe mich ja mit der Materie ja auch schon damals ja beschäftigt, bevor ich ja mit Echo TV ja auch ne, mit Streams und so weiter angefangen habe. Die Sache ist nämlich die, oh, ich hoffe, ich passe da durch, ey, wenn nicht, dann habe ich Arschkarte, ey, dann, ah, doch, ich pass locker durch. Ich pass locker durch. Neu berechnen. Gut, es ist davor. Ich würde schon sagen. So.
Und zwar durften ja die Gewinnspielsender durften. Die Sache ist, das erste Konzept war ein zweites 9 Live, dann kamen die Regularien. Ja, das wär's noch. Darf ich eine Videoempfehlung geben? Kannst du gerne machen, da. Du bist Mod, du darfst das. Nee, das war's ja nicht. Ich wollte ja Dercho TV ja eigentlich so zu einem News-Sender machen. Am Kreisverkehr ist ja nichts raus geworden. Ja, so ein bisschen News-Sender steckt ja immer noch. Aber. Diese Ausfahrt. Ja, weil Philipp Walulis hat dazu auch sehr gutes Video gemacht, ja. Ich meine aber wirklich dieses, das Video von Max Schradin selbst, weil wenn es wirklich einer erzählt, der halt wirklich damit zu tun hatte und wirklich halt da entweder als Moderator oder Redakteur gearbeitet hat, dann ist es ja schon mal was, ne? Das war eine schöne Fahrt. Weil Max Schradin hat das ja vor allem so in seiner Art halt auch erzählt, ne? So, wie das auch abging und so. Da waren, ja, Philipp Walulis gibt's ja noch. Sein Format gibt's ja halt nur nicht mehr. Letztes Mal habe ich ihn, glaube ich, gesehen, da hat er Werbung auf Instagram für ein Video von Zapp gemacht. Da ging es, glaube ich, um YouTuber, die halt natürlich für gute Zwecke halt irgendwie Geld sammeln und so weiter. Dafür hat Philipp Walulis mal so eine kurze Story mal gemacht. Aber so an sich selbst macht er, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Weiß ja nicht, ne? Das ist ein bisschen schade. Also es ist schade um seinen Kanal. Walulis Daily zum Beispiel fand ich sehr toll. Ne? Also ich fand's ja, ich hab's ja auch mitgekriegt, als der Kanal ja eingestellt wurde. Ne? Ich ja ziemlich schockiert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo kann ich mich abstellen? Ich sehe es schon, da hinten ist Parkplatz. Dann will ich mich da mal hinpflanzen. Ja, der müsste irgendwie für den SWR tätig sein. Ich weiß es nicht. Irgendwas in seinem Wikipedia-Artikel. I don't know. So. Die Autobahn können wir einmal den Kreisverkehr mal freimachen. Da nicht hin. Da will ich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genau, hier kann ich parken. Sehr schön. So, das heißt dann beim nächsten Mal, wenn wir ETS, vielleicht können wir uns. Nee, Daniel, ich mache jetzt Feierabend. Ich habe jetzt Hunger. Ich werde mir jetzt gar kein Video mehr angucken oder sonstiges. Ich mache jetzt Feierabend für heute. So. Der komplette Bums aus. Ja. So, einmal Enter drücken. Ich habe sonst ja eigentlich immer wieder Angst, wenn und eigentlich auch mal meine Controller hier so hinlegen, ne? Die Idee, guck mal direkt an den an der Dönerteller. Ja, Dönerteller um 12:30, um 12:30. Genau. Dönerbuden haben nicht mehr offen und Basch. Und ich habe mir gestern schon eigentlich einen Döner gegönnt. Ganz ehrlich zugeben. Habt ihr auch bemerkt, jetzt hat auch so der Wechsel nicht so richtig stattgefunden. So. So, meine Lieben. Streamerino für heute vorbei. Wenn es für heute. Damit ist auch die erste Woche Dercho TV sowohl auf YouTube als auch auf Twitch zu Ende gegangen. Das Ganze geht ja noch, was ja so, Bascha freut sich immer über Wadis Call, der wird Hot Button aktiviert. Lol. Ja genau, da wird der Hot Button aktiviert, so sieht das. Ja. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen für heute, meine Lieben. Und wir sehen uns am Montag wieder. Montag dann 19.50 Uhr, da gibt es dann natürlich Update und, ganz kurz. Gibt es nämlich Update und ich kann schon mal sagen, was es am Montag nämlich geben wird. Und zwar wird es mal wieder Wer wird Millionär geben. Ja, ich habe nochmal langsam mal überlegt, mal wieder Wer wird Millionär zu spielen. Und das jetzt nicht nur, weil ich den Clip da jetzt in der Pause nämlich drin hatte. Nein, nein, nein. Es ging vor allem nämlich auch darum, dass ich es ja mal wieder spielen wollte. Und wir werden natürlich auch das Trainingslager-Game, also die Trainingslager-Version von RTL.de spielen. Das werden wir definitiv machen, weil wir uns natürlich die Fragen der letzten Show angucken. Zeitgleich müsste sogar dann auch, wenn ich um 20:30 streame, auch eine Sendung laufen.
Aber es so live zu spielen wäre halt auch ein bisschen doof, deswegen dann so eine der letzten Sendungen würde ich da natürlich nehmen. Ich hätte wieder Bock drauf, definitiv. Und würde mich riesig drüber freuen, wenn wir das machen würden. Und deswegen warten wir mal einfach mal drauf, wenn wir das dann entsprechend machen werden. Am Montag dann um 20.30 Uhr hier auf diesem Twitch-Kanal. Natürlich dann auch auf YouTube selbstverständlich. Also live hier bei DerQ-TV. So einfach ist das. So, ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen, schönes Restwochenende, eine schöne Nacht eher gesagt. Jetzt schon halb zwölf. Halb eins, nicht halb zwölf. Halb zwölf wollte ich Schluss machen eigentlich. Ja. Willst du mich eventuell quizzen lassen? Nein. Definitiv nicht. Ihr könnt ja. Ich werd mir etwas Entsprechendes überlegen, was wir machen können oder was nicht. Werden wir mal schauen. Aber was soll's. Nun gut. Euch noch eine gute Nacht. Wir sehen uns am Montagabend wieder. Und Wochenplan für nächste Woche spätestens Montagmorgen. Nacht, haut's rein, tschüss. Thank you.